Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier im historischen Kassensaal des Humboldt-Carrés zur Konferenz Gemeinsam gegen Einsamkeit. Herzlich willkommen. Hier im Saal, aber auch im Livestream freue ich mich, dass Sie da sind. Mein Name ist Benjamin Landes, ich bin Direktor des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik und wir richten das Kompetenznetz Einsamkeit, gefördert vom Bundesfamilienministerium, aus. Dabei sind Sie hier alle vor Ort, aber auch Sie im Livestream sozusagen ein lebendiges Bild dieses Kompetenznetzwerks. Ganz gemäß dem alten Schlagwort, ich stehe nicht im Stau, ich bin der Stau, sind Sie hier alle das Kompetenznetzwerk. Sie sind nicht Teilnehmende oder Zuschauende, sondern Sie sind heute, hier und heute, das Kompetenznetzwerk. Und ich freue mich auf diesen gemeinsamen Tag. Wir freuen uns, dass wir alle hier sind, und es ist quasi schon die erste Botschaft. Wir, die wir uns gegen Einsamkeit engagieren, sind nicht einsam, sondern wir sind viele. Und wenn wir zusammen Wissen zusammenlegen, wenn wir uns vernetzen, wenn wir Wissen austauschen und voneinander lernen, dann können wir viel bewegen, obwohl das Thema ein großes ist. Besonders begrüßen möchte ich Frau Bundesministerin Lisa Paus, die wie angekündigt ein wenig später zu uns stoßen wird. Wir freuen uns natürlich sehr, dass das Bundesministerium, aber auch Frau Paus persönlich, das Thema wichtig nimmt und gleich auch zu uns sprechen wird. Weiterhin begrüße ich online die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Frau Dubravka-Žuica, die ebenfalls zu uns sprechen wird, und Herrn Mazda Adli, der gleich das einführende Referat übernimmt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist schon lange so, dass Menschen in unserer Gesellschaft einsam sind. Manche im Verborgenen, manche aber auch ganz sichtbar. Es sind seit langem ungefähr rund 10% der Bevölkerung, seit Jahrzehnten. Und ja, während der Corona-Pandemie sind es mehr geworden. Und es sind Bevölkerungsgruppen betroffen, die vorher nicht so sehr darunter zu leiden hatten. Genauere statistische Beobachtungen finden Sie später an diesem Tag. Aber diese Zahl macht, glaube ich, deutlich, dass es ein wichtiges Thema ist und dass es gut ist, dass wir dazu uns austauschen. Gesellschaftspolitisch, finde ich, sind wir an einer sehr interessanten Stelle. Das erlebe ich auch tatsächlich nicht bei so vielen Themen bei uns im Institut. Wir sind nämlich insgesamt in einer Suchbewegung. Vor Ort natürlich, was hilft, was können wir tun gegen Einsamkeit, aber auch insgesamt politisch wird gesehen, was kann man gegen Einsamkeit tun, um es zu bekämpfen, aber dem auch vorzubeugen. Es sind noch nicht alle Konzepte klar, es sind noch nicht alle Argumente ausgetauscht, es ist noch nicht so ganz klar, was am besten zu tun sei. Und in diesem Umfeld sind wir sehr froh, dass das Bundesfamilienministerium das Kompetenznetz Einsamkeit fördert und uns ermöglicht, am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik es auszurichten. Hier soll sich diese Suchbewegung manifestieren. Wir wollen Wissen sammeln, wir wollen forschen, wir stellen Know-how zur Verfügung und bringen Menschen zusammen. Und in diesem Ganzen, was wir im Kompetenznetz tun wollen, ist diese Konferenz ein echter Meilenstein. Am Vormittag wollen wir mit den Beiträgen von Herrn Professor Adli, von Frau Ministerin Paus und Frau Kommissarin Žuica und einem außerordentlich prominent besetzten internationalen Podium sozusagen den großen Rahmen abstecken. Strategische politische Überlegungen anstellen zum Thema Einsamkeit und von diesen internationalen Erkenntnissen lernen. Nach der Mittagspause erwarten Sie hier vor Ort Foren, in denen wir aus Sicht von Wissenschaft und Praxis das Phänomen Einsamkeit ausleuchten wollen. Die Themen der Foren spiegeln dabei die Expertisen wider, die wir bereits im Kompetenznetz in Auftrag gegeben haben. Das sind wissenschaftliche Abhandlungen mit Praxisempfehlungen zu diesen ganz unterschiedlichen Themen. Die werden Sie im Nachhinein auf unserer Homepage auch Stück für Stück veröffentlicht finden und frei zugänglich. Das heißt, das Wissen ist verfügbar und soll sehr, sehr genutzt werden. Zum Abschluss der Tagung heute wollen wir in einem wiederum, finde ich, sehr prominent besetzten Podium nochmal Bilanz ziehen. Was zeigt sich in der Gesamtschau?
Die Konferenz hat ja gestern schon gestartet mit einer Zukunftswerkstatt von Engagierten gegen Einsamkeit, die bereits Ergebnisse erarbeitet haben, Empfehlungen aufgebaut haben. Heute Morgen der große politische Rahmen, heute Nachmittag die harte Substanz von Wissenschaft und Praxis und all das zusammengenommen wollen wir heute Nachmittag dann im Podium nochmal zusammenführen und uns fragen, was müsste denn jetzt getan werden? So freue ich mich auf einen spannenden Tag mit Ihnen. Das wird gut. Ja. Ich darf nun zu Herrn Professor Mazda Adli überleiten. Er ist Chefarzt der Fliedner Klinik und Leiter des Forschungsbereichs Affektive Störungen an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité und ist eine, kann ich glaube ich sagen, sehr bekannte und kenntnisreiche Stimme zum Thema Einsamkeit. Ich freue mich, dass Sie uns ins Thema einführen. The floor is yours. Ja, ganz herzlichen Dank für diese freundliche Begrüßung. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, die einführenden Worte und sowas wie eine wissenschaftliche Einordnung zu diesem Thema heute Morgen liefern zu können. Ich habe Ihnen auch ein paar Folien mitgebracht, um das Ganze zu verdeutlichen und die werden wahrscheinlich auch gleich zu sehen sein oder ich muss etwas dafür tun. Ah ja, geht schon los. Also, Einsamkeit, meine Damen und Herren, ist eine menschliche Grunderfahrung und zwar eine sehr zweischneidige. Wir sprechen heute vor allem über die negative, über die belastende Einsamkeit, die den Menschen auf sich selbst zurückwirft. Aber es gibt im Sprachgebrauch auch die schöpferische Einsamkeit, die als positiv gilt und die uns zu unserem Selbst hinführt und die aber eigentlich eher das selbstgewählte Alleinsein meint. Ich komme darauf auch gleich nochmal zurück. Die belastende, die gefährliche Einsamkeit, die beschreibt ein Gefühl der fehlenden Zugehörigkeit und Abgeschiedenheit von der sozialen Umwelt. Und seit einiger Zeit gibt es eine gestiegene Aufmerksamkeit für das Thema, die durch die Pandemie nochmal in besonderer Weise befeuert wurde. In der Forschung rückt das Phänomen stärker in den Fokus, in den Medien wird mehr davon berichtet. Und in der Politik entwickelt sich eine Awareness, wenn auch noch in zaghafter Form, für das Thema. Das Rote Kreuz meldete 2018, das Gefühl, allein zu sein, greife wie eine Epidemie im Verborgenen um sich. Die britische Labour-Abgeordnete Jo Cox, die 2016 einem Attentat durch einen Rechtsextremisten zum Opfer fiel, initiierte eine Studie zur Einsamkeitsprävalenz in Großbritannien, Ergebnis damals 9 Millionen Betroffene, eine Studie, die nach ihrem Tod die Gründung eines Einsamkeitsministeriums im Vereinigten Königreich zur Folge hatte. Zwar wurde kein niegelnagelneues Ministerium gegründet damals, sondern das Thema der Staatssekretärin für Sport und Ziviles in den Zuständigkeitsbereich gelegt und besonders viel hört man seither auch nichts aus diesem Ministerium, aber immerhin. Das Thema kam auf die politische Agenda und wird seither ständig im umliegenden Ausland und so auch bei uns zitiert. Und das ist schon viel wert. Auch in unserem Land hat sich etwas getan. Einsamkeit findet man im Koalitionsvertrag der Bundesregierung zweimal erwähnt als gesellschaftliche Herausforderung, der es zu begegnen gilt. Einmal unter Gesundheit und einmal unter Alter. Und in der Pandemie war das massive Herunterfahren des öffentlichen Lebens auch eines ganz besonders, nämlich ein Risikofaktor für Einsamkeit. Es ist immer noch schwer, konkrete Zahlen zu bekommen für etwas, das schwer fassbar und auch schwer messbar ist, weil es an guten Maßen, weil es an guten Konzepten noch fehlt. Das Deutsche Zentrum für Altersfragen fragte im Sommer 2020 im Auftrag des Bundesfamilienministeriums Menschen zwischen 46 und 90 Jahren und fand eine Einsamkeitsrate von 14%, die damit 1,5 mal größer war als in den Vorbefragungen 2014 und 2017. Damals waren es noch 9%. Eine Studie, die wir gemeinsam mit der Max-Planck-Gesellschaft durchgeführt haben und dafür über 7000 Berlinerinnen befragt haben,
bestätigt das. Die habe ich Ihnen hier mitgebracht. Hier sehen wir, dass grundsätzlich viele Indikatoren für seelische Belastung steigen über beide Lockdown-Phasen kontinuierlich, aber eben auch die Einsamkeit, die Sie hier deutlicher eingeblendet sehen. Dabei haben interessanterweise die seelische Belastung der Pandemie eher die Frauen zu tragen, mehr die Frauen als die Männer. Und ein anderes, hell sind die Frauen, dunkel sind die Männer, und ein anderes interessantes Phänomen, da schauen wir uns auch erstmal nur die Einsamkeit an, es sind mehr die Jüngeren als die Älteren. Je heller die Säule, die Sie hier sehen, desto jünger die befragte Altersgruppe. Die Jüngeren sind stärker betroffen als die Älteren. Und das war auch schon bei Baseline, das ist die ganz linke Seite, vor der Pandemie der Fall. Ja, was ist das eigentlich genau, Einsamkeit? Ab wann ist man einsam? Was breitet sich denn da eigentlich genau aus? Und gibt es Warnzeichen, auf die man frühzeitig reagieren kann? Über 7,5 Milliarden Menschen leben derzeit auf der Erde. Anfang dieses Jahres waren es etwa 80 Millionen Menschen mehr auf dem Planeten als noch ein Jahr davor. Und es ist auf den ersten Blick ja auch etwas Paradoxes daran, je enger es auf der Welt wird, desto einsamer und isolierter fühlen wir uns anscheinend. Etwa 15% der Deutschen fühlten sich schon vor der Pandemie zumindest manchmal einsam. Das ist etwa jeder Sechste. Und es geht auch schon früh los. Laut der KICKS-Studie, das ist die Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, des Robert-Koch-Instituts, geben bereits 4,2% der 11- bis 17-Jährigen an, sich einsam zu fühlen. Infratest DIMAP hat im März 2018 im Rahmen des Deutschlandtrends eine repräsentative Stichprobe von Bundesbürgern zum Thema befragt, und demnach sagen fast 70% der Befragten, dass Einsamkeit ein großes oder sehr großes Problem in Deutschland sei, darunter etwas mehr Frauen als Männer, etwas mehr Ostdeutsche als Westdeutsche und etwas mehr Mittelalte, das sind die 50- bis 64-Jährigen, als Höherbetagte oder Jüngere. Wenn man aber fragt, sollte sich die Politik um Einsamkeit kümmern, dann sagen fast 60% nein. Einsamkeit sei schließlich ein persönliches Problem. Einsamkeit, meine Damen und Herren, hat viele Gesichter und ist ein extrem facettenreicher Zustand, eine vielgestaltige emotionale Erfahrung. Und drei Kernbotschaften möchte ich doch persönlich zu ihr zum Ausdruck bringen und auch erläutern. Einsamkeit zeichnet sich aus durch erstens viele Fehlannahmen, zweitens ein erschreckendes Ausmaß an Tabuisierung und drittens, sie ist ein Phänomen von hoher Gesundheitsrelevanz. Und wir können vielleicht an der Gesundheitsrelevanz am Ende etwas verändern, wenn wir die Fehlannahmen korrigieren und auch an der Tabuisierung etwas verändern. Kurz zu den Fehlannahmen. Einsamkeit ist eine Unterform von Stress, von sozialem Stress genau genommen. Der Stressform also, die aus dem Zusammenleben und der Interaktion von Menschen und daher eben auch ihrem Fehlen entsteht. Einsamkeit ist sozialer Stress. Und sozialer Stress gilt in der Stressforschung als der stärkste Stressor, den man kennt. Das gilt besonders für soziale Isolation, deren subjektiv empfundene Seite die Einsamkeit ist. Soziale Isolation entsteht durch den Mangel an Kontakten, durch das Fehlen von Unterstützung und Verbundenheit zu anderen Menschen oder natürlich auch durch aktiven sozialen Ausschluss. Allein die drohende Ausschlusserfahrung oder auch die drohende soziale Entwertung gehören zu den wirkstärksten und am meisten belastenden Stresseinwirkungen, die wir überhaupt kennen. Diese Form von sozialem Stress gilt daher auch in der Experimentalpsychologie als diejenige Form von Stress, die die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol am verlässlichsten aktiviert und unseren Organismus damit in Alarmbereitschaft versetzt. Die subjektive Seite davon ist Einsamkeit. Und wir wissen, dass soziale Isolation in extremer Ausprägung als besonders brutale Form von Haft und Folter gegen Menschen eingesetzt werden kann. Einsamkeit entsteht dann, wenn die gewünschte Intensität von sozialer Einbindung in die Gemeinschaft
nicht mit der realen Einbindung übereinstimmt. Und wenn man das Gefühl hat, dass es einem an Menschen mangelt, die einem entweder helfen, die einen mögen und mit denen man Zeit verbringen kann. Das ist Einsamkeit. So etwas wie ein Seelenschmerz. Und Einsamkeit als etwas Schmerzähnliches empfinden zu können, ist von der Evolution ehrlich gesagt auch sehr weise als biologisches Alarmsignal eingerichtet worden. Es zeigt uns als soziale Wesen an, dass die soziale Unterstützung, die wir haben, unter einen kritischen Grenzwert gefallen ist, bei dem es Überlebensnachteile gibt, weil wir dann nicht mehr in ausreichender Weise am Kooperationssystem teilhaben können. Das Gefühl von Einsamkeit ist also ein biologisches Mangelsignal, wenn man so will. Und interessanterweise werden durch Einsamkeits- und Ausschlusserfahrung auch in erster Linie Hirnregionen aktiviert, die auch bei Schmerzreizen aktiv sind, wie der vordere zinguläre Kortex für diejenigen, die sich in der Hirngeografie etwas auskennen. Also die Analogie von Einsamkeit und Schmerz, Seelenschmerz, die hat durchaus ein biologisches Korrelat. Paradoxerweise, auch sozusagen eine Fehlannahme, paradoxerweise braucht es andere Menschen um einen herum, um sich einsam zu fühlen. Einsam wird man nicht, in der Regel nicht, wenn man ganz allein ist. Einsamkeit entsteht in Bezug auf andere Menschen, wenn man einer unter vielen ist zum Beispiel und wenn man dann das Gefühl hat, nicht dazu zu gehören. Dann kommt Einsamkeit auf. Erich Kästner hat das mal sehr schön in einem Gedicht, Kleines Solo, 1947 formuliert. Und am schlimmsten ist die Einsamkeit zu zweit. Ich finde, dieses Bild aus dem Gesellschaftsmagazin Dummy stellt das so schön dar, wie wenig andere, ehrlich gesagt. Hier liegt dann eben auch der elementare Unterschied zum Alleinsein. Wenn wir ganz alleine einen Spaziergang durch den Wald oder über den Strand unternehmen, fühlen wir uns in der Regel nicht einsam, sondern genießen es sogar. Alleinsein kann ein ganz großer Luxus sein. Solange das Alleinsein selbstgewählt ist und jederzeit unterbrochen werden kann, sind wir nicht einsam. Daher ist die belastende soziale Einsamkeit eben auch nicht mit der schöpferischen Einsamkeit zu verwechseln, die uns zum Beispiel auf den Bildern eines Caspar David Friedrich begegnen. Die soziale Einsamkeit entsteht immer in Bezug auf andere Menschen und erhält ihren giftigen Stachel in erster Linie dadurch, dass wir das Gefühl haben, den Zustand nicht ohne weiteres aus eigener Kraft verändern zu können. Noch eins. Eines der großen Fehlannahmen zur Einsamkeit ist, dass sie vor allem alte Menschen betrifft. Tut sie aber nicht. Vielmehr gibt es relevante Altersgipfel, die sich auch über jüngere Lebensalter erstrecken. Die Arbeiten von Michael Luhmann aus Bochum, die auf Auswertungen des sozioökonomischen Panels in Deutschland beruhen, zeigen, dass der erste große Altersgipfel etwa um das Alter 30 liegt. Das ist der erste Gipfel. Dann gibt es noch mal einen etwas kleineren um das Alter 60. Minimale Werte entgegen der Erwartung um das Alter 75, um dann allerdings jenseits der 80 wieder steil anzusteigen. Die Gründe für Einsamkeit unterscheiden sich dann auch je nach Lebensalter. Im hohen Alter liegt es vor allem am fehlenden Lebenspartner, an gesundheitlichen Einschränkungen. Und in jüngerem Alter gibt es ein sehr unterschiedliches Zusammenwirken von Einkommen, Arbeitsverhältnis, Beziehungsstatus und einiges andere mehr. Also junges Erwachsenenalter und hohes Alter, das sind die zwei großen Risikobereiche für Einsamkeit. Und was übrigens die Einsamkeit im Alter betrifft, ist meine Beobachtung aus der klinischen Praxis, dass die Kurve im Alter durch die Pandemie jetzt früher und steiler verläuft. Das sind die vielen alten Menschen, die ihre Kinder und Enkel nicht gesehen haben oder deren Alltagsrhythmus ohne Berufstätigkeit dann eben auch gleich aus dem Takt gekommen ist. Kommen wir zum Thema Tabuisierung. Einsamkeit gehört zu den tabuisiertesten Themen, die mir als Psychiater in meiner täglichen Arbeit begegnen. Sichtbare Einsamkeit ist uns unglaublich peinlich. Allein zu sein im Restaurant, im Kino, auf Reisen, das alles passt nicht in unsere Vorstellung von sozialer Kompetenz. Und selbst beim Psychiater und Psychotherapeuten fällt es den Menschen enorm schwer zu sagen, ich bin einsam. Sich als
einsam zu bezeichnen, wird von vielen Menschen gleichgesetzt als ein Versagen maximalen Ausmaßes, mit einem Versagen, das sehr an der eigenen Persönlichkeitsstruktur hängt und mithin den eigenen sozialen Wert ins Bodenlose fallen lässt. Und biologisch sind wir so gestrickt, dass wir stets die Stabilisierung unseres sozialen Status anstreben, während der Statusverlust oder auch der drohende Statusverlust mit Stress und Frustration beantwortet wird. Und wenn wir uns komplett unserer Biologie überlassen würden, was wir zum Glück nicht brauchen, ticken wir leider so, dass wir die Nähe von sozial erfolgreichen Menschen suchen und uns davon die Stabilisierung unseres Status versprechen, während wir den Umgang mit sozial nicht erfolgreichen oder sogar Ausgeschlossenen meiden, weil uns das Angst macht, Angst, selbst unter denselben Bann zu geraten. Und das erklärt auch biologisch, warum uns das Thema unangenehm ist und macht aber umso klarer, warum wir uns damit auseinanderzusetzen haben, genauso wie wir uns mit anderen bedrohlichen Facetten menschlichen Lebens wie Infektionskrankheiten, Armut oder Hunger auseinandersetzen und dadurch die Berührungsangst überwinden und damit auch erfolgreich zu ihrer Bekämpfung beitragen. Wir Menschen sind eben Herdentiere. Blaise Pascal hat einmal gesagt, dass alles Unglück der Menschen einem entstammt, nämlich dass sie unfähig sind, in Ruhe allein in ihrem Zimmer bleiben zu können. Das Leben im Singular ist nicht typisch für uns. Allerdings leben wir in einer Welt, in der Individualität ein enorm großer und immer weiter wachsender Wert ist. Persönliche Entfaltung und Selbstverwirklichung gehören zu unseren größten empfundenen Freiheiten, die wir mit aller Kraft zu verteidigen bereit sind. Und das ist ja auch sehr gut so und wir sind auch alle irgendwie Profiteure dieser Entwicklung. Aber es hat eben auch eine Kehrseite und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und die heißt Einsamkeit. Einsamkeit korreliert mit der Individualisierung unserer Gesellschaften. Wir sind in den hochindustrialisierten Ländern unseres Planeten eben eher Ich-Gesellschaften, in denen der Einzelne die wichtigste Einheit der Gesellschaft ist. Der US-Soziologe Robert Putnam hat in seinem im Jahr 2000 veröffentlichten Buch Bowling Alone den Niedergang der amerikanischen Zivilgesellschaft beschrieben und dafür den Trend zur Vereinzelung in den USA verantwortlich gemacht. Und er hat dazu über 500.000 Interviews in einem 25-Jahres-Zeitraum vor Veröffentlichung des Buches ausgewertet und gefunden, dass die Zahl der guten Freunde von knapp 3 auf ungefähr 2 gefallen ist in diesen 25 Jahren. Und das ist schon enorm. Nun, wer ist von Einsamkeit betroffen? Wenig überraschend sind es häufig Alleinlebende, die Großstadt-Singles also. Seit Beginn der 90er Jahre hat die Zahl der Single-Haushalte in Deutschland stetig zugenommen. Von 11,5 Millionen auf knapp 16 Millionen. Das heißt, jeder fünfte Mensch in Deutschland lebt in einem Single-Haushalt. Und das Statistische Bundesamt rechnet mit einem weiteren Anstieg. Bis 2030 werden es schätzungsweise 23% der Deutschen sein. Berlin ist mit einer Alleinwohnerrate von ungefähr einem Drittel der Bevölkerung auch wie andere Großstädte ganz oben auf der Liste. Ein Drittel der Bevölkerung, die sich aber auf die Hälfte der Berliner Haushalte oder sogar auf etwas mehr als die Hälfte der Berliner Haushalte verteilt. Das heißt, in Berlin lebt hinter jeder zweiten Haustürklingel eine Person alleine. Alleinleben ist ein Großstadtphänomen. In Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern lebt etwa ein Drittel der Bevölkerung allein, in Orten mit weniger als 5.000 Einwohnern sind es 14%. Und übrigens entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass es sich bei den Großstadt-Singles um urbane Karrieremacher handelt, sieht die Lebensrealität der Alleinlebenden eher beschwerlich aus. Sie sind überdurchschnittlich häufig arm und leben von Hartz IV. Rund 30% der Singles und damit doppelt so viele wie im deutschen Durchschnitt sind laut Statistischem Bundesamt von Armut gefährdet. Und Armut ist wiederum, wie wir wissen, einer der altersunabhängigen Risikofaktoren für Einsamkeit in Deutschland. Ich komme jetzt zum Schluss noch zum Thema Gesundheitsrelevanz. Einsamkeit und soziale Isolation sind gesundheitsrelevant. Neben den
indirekten Effekten von mangelnder Unterstützung durch andere und ungünstigem Verhalten in Bezug auf die Gesundheit ist davon auszugehen, dass Einsamkeit die gesamte stressabhängige Biologie im Organismus anwirft und mit negativen Auswirkungen auf Stoffwechsel, Immunsystem, Herz-Kreislauf-Funktion und einiges mehr. Und psychische Erkrankungen wie Depression, Angst oder Sucht werden dadurch auch erheblich begünstigt. Die US-amerikanische Psychologin Julian Holt Lundstedt hat 2015 in einer Meta-Analyse enormer Größe, also eine Meta-Analyse ist eine Studie, in der ganz viele einzelne Studien eingeflossen sind, in diesem Fall 70 Stück zusammengeführt, insgesamt 3,5 Millionen Teilnehmer etwa umfasst diese enorme Studie, und sie hat darin die Effekte von sozialer Isolation, Einsamkeit und Alleinwohnen auf die Sterblichkeit der Teilnehmer untersucht. Und die Ergebnisse, die sehen Sie ja auch, sind eindeutig. Auch nachdem viele Einflussfaktoren statistisch herausgerechnet wurden, die hier auch relevant sein könnten. Die Sterbewahrscheinlichkeit steigt um 26% bei subjektiver Einsamkeit, um 29% bei objektivierbarer Isolation und sogar um 32%, wenn die Teilnehmer alleine lebten. Das Ergebnis war unabhängig vom Alter, vom sozialen Status der Probanden, von der Beobachtungsdauer und anderen sozialen Faktoren, die eine Rolle spielen könnten. Und in einer anderen früheren Meta-Analyse, 5 Jahre davor, zeigte dieselbe Wissenschaftlerinnengruppe, dass soziale Isolation mit einem Sterblichkeitsrisiko verbunden ist, das höher ist als durch andere Gesundheitsrisiken wie etwa Rauchen, Fettleibigkeit oder Alkoholmissbrauch. Diese beiden eingezirkelten Querbalken, die stehen, das sind die Marker für soziale Isolation. Je länger so ein Querbalken, desto stärker der Effekt. Und darunter, die unteren drei, sind Rauchen, Alkoholmissbrauch und Fettleibigkeit für diejenigen, die die Schrift von Weitem nicht lesen können. Soziale Isolation kann mittlerweile zu den wirkstärksten negativen Prädiktoren und Prognosefaktoren überhaupt gezählt werden, die wir in der Gesundheitsforschung kennen. Noch ein Wort zu Städten, weil ich mich auch im Kontext mit psychischer Gesundheit in der Stadt mit dem Thema Einsamkeit befasse. Dass Stadtbewohner ein 1,5-fach erhöhtes Risiko haben, an einer Depression zu erkranken und ein etwa doppelt so hohes Risiko für Schizophrenie haben, liegt nach allem, was wir wissen, an sozialem Stress, der in erster Linie aus sozialer Isolation und Einsamkeit resultiert. Unsere Städte zeichnen sich, je größer sie sind, durch mehr individuelle Freiheit und Hand in Hand damit auch durch mehr Anonymität aus. Für viele ist diese Anonymität auch enorm attraktiv, und für manchen bedeutet genau das eine Befreiung von der sozialen Kontrolle einer ländlich geprägten Nachbarschaft. Aber nicht alle können deswegen auch mit der Anonymität der Großstadt umgehen, sondern erleben genau dort, mitten in der Stadt, wo das Leben um einen herum tobt, Einsamkeit. Es kommt natürlich nicht nur in Städten vor, das ist auch klar, dort aber zumindest gehäuft. Und wenn es stimmt, dass unsere Städte wachsen, heute lebt etwa jeder zweite Mensch weltweit in einer Stadt, 2050 werden es 2/3 sein, wenn das stimmt, und wenn es außerdem stimmt, dass Stadtbewohnerinnen ein höheres psychisches Erkrankungsrisiko haben und dass dabei Stressoren wie Einsamkeit eine ganz zentrale Rolle spielen, dann brauchen wir jetzt und dringend eine wirksame Public Mental Health oder Public Health Strategie für unsere Städte und auch zum Umgang mit dem Stressor Einsamkeit. Und dann ist es auch unaufschiebbar. Dann brauchen wir Maßnahmen, die die soziale Kohäsion der Menschen stärken. Dazu gehört das Gefühl von Zugehörigkeit, und dazu gehören soziale Interaktionen und zwischenmenschlicher Austausch, und dazu gehört Teilhabe am öffentlichen Leben für jeder Mann und jede Frau. Und das ist eine große zivilgesellschaftliche Aufgabe, aber es ist auch eine politische Aufgabe. Wir brauchen Orte, die die Menschen zusammenführen. Das ist jetzt mal hier ein besonders eindrückliches Beispiel aus Berlin. Sie werden wahrscheinlich wissen, wo das aufgenommen ist. Wir brauchen Orte, die die Menschen zusammenführen und soziale Unterstützungsstrukturen entstehen lassen in unseren Quartieren, in unseren Kiezen, in
unseren Nachbarschaften. Und dazu gehören eben auch öffentliche Plätze, die auch genutzt werden. Öffentliche Plätze, die zum Verweilen einladen, sind ein wichtiges Antidot gegen soziale Isolation und Einsamkeit. Genauso gehören Parks und städtisches Grün dazu. Hier ist übrigens nochmal ein Beispiel. Rechts, schwer zu erkennen, der Bibelplatz vor der zwischen Staatsoper und Humboldt-Uni. Parks, städtisches Grün, das gehört alles dazu. Plätze, die uns dazu stimulieren, Zeit vor der Haustür statt dahinter zu verbringen. Jeder öffentliche Platz, jeder Taschenpark hat einen wichtigen Public Health-Auftrag. Und davon brauchen wir mehr. Aber Fakt ist, sie verschwinden und werden immer weniger, weil Grund und Boden immer teurer werden und unsere Städte sich auch nachverdichten. Und dazu gehören übrigens auch Kultureinrichtungen, dazu gehören Bühnen, Museen etc. Das sind Orte, die Menschen zusammenbringen. Man kann auch sagen, jedes Theater hat einen Public Health-Auftrag, wenn wir ihre Funktion in der Prävention von Einsamkeit und sozialer Isolation mit bedenken. Und was wir brauchen, ist ein noch viel stärkeres Bewusstsein dafür, dass Einsamkeit eine relevante Zahl von Menschen um uns betrifft. Das Thema muss besprechbar sein. Es muss raus aus der Tabuzone und es muss rauf auf die Agenda nationaler wie internationaler Herausforderungen. Und ich möchte gerne zum Abschluss Ihnen einen Spruch der Tuareg mit auf den Weg geben, der es besonders schön in Worte fasst. Einsamkeit, heißt es, ist nicht traurig, wenn sie beachtet wird. Das heißt, wir müssen hingucken, nicht weggucken, damit die Einsamkeit ihr Tabu los wird. Und deswegen freue ich mich sehr, dass das Kompetenznetz Einsamkeit so eine wichtige Arbeit und auch so ein wichtiges Signal in die Öffentlichkeit sendet und wünsche viel, viel Erfolg bei der Arbeit. Bleiben Sie, Herr Adli, bleiben Sie kurz noch mal mit oben. Vielen Dank für Ihre einführenden Worte und ich finde den guten Doppelpunkt, den Sie gesetzt haben für unsere Diskussion heute. Wir haben jetzt hier noch eine kleine Übergangssituation, weil die Ministerin gerade unten ankommt. Und die Zeit würde ich gerne nutzen, wenn Sie dazu bereit wären, noch mal ein, zwei Fragen zurückzugeben. Sie sind ja Chefarzt auch der Fliedner Klinik und sozusagen im klinischen Kontext damit berührt. Vielleicht mögen Sie schildern im klinischen Kontext, wie begegnet Ihnen Einsamkeit? Also was erleben Sie? Und ja, was heißt das für den Alltag auch im Gesundheitswesen? Also das kann ich berichten. Ich kann sagen, Einsamkeit ist etwas, was wir seit Beginn der Pandemie vor allen Dingen immer häufiger in den Anamnesen, also in den Krankengeschichten unserer Patientinnen und Patienten finden. Einsamkeit führt nicht nur zu Neuentstehungen von psychischen Erkrankungen wie Depressionen, wie Angsterkrankungen, wie Suchterkrankungen, wie Essstörungen und übrigens auch häufig, sondern es führt auch dazu, dass psychisch vorerkrankte Menschen, die jahrelang stabil waren und gerade unter dem Eindruck der Pandemie ihre wichtigen sozialen Unterstützungsstrukturen verloren haben, dass die dekompensieren, wieder krank werden nach zum Teil jahrelanger Stabilität. Und eine andere Beobachtung ist, unsere Patienten und Patientinnen werden immer jünger. Also ich kann sagen, der Altersdurchschnitt einer jeden Klinik bewegt sich mehr oder weniger entlang einer gaußschen Verteilung. Und diese gaußsche Verteilung hat sich absolut nach links verschoben, also in jüngere Altersgruppen hinein. Und sowas habe ich ehrlich gesagt vorher auch nicht erlebt. Das ist ein komplett neues Phänomen. Ja, spannend, aber auch bestürzend natürlich so, wenn man das so hört. Was brauchen diese Menschen jetzt vielleicht auch außerhalb des Gesundheitssystems? Also was hätte vorbeugend aus Ihrer Sicht, wenn Sie sich die Menschen vor Augen führen, was hätte Ihnen vielleicht geholfen, nicht so weit zu kommen, dann in der Klinik zu müssen? Ja, das lässt sich, glaube ich, gar nicht auf eine Rezeptur bringen, aber ich glaube, dass Einsamkeit, wir sprechen jetzt über die Pandemie, so ein relevanter Nebeneffekt mit Auswirkungen auf die Psyche sein kann. Damit hat vielleicht auch nicht jeder gerechnet. Ich glaube, wenn das Thema
so besprechbar gewesen wäre, wie es das jetzt heute ist. Und heute haben wir ein Kompetenznetz Einsamkeit, aber eben vor der Pandemie sah die Realität ehrlich gesagt noch anders aus, obwohl es nicht so lange her ist. Wenn wir dafür etwas mehr Bewusstsein gehabt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich auch einiges verhindern können. Es ist viel, also man muss sich vorstellen, über Nacht hat alles aufgehört. Es sind Therapiesitzungen ausgefallen, es sind Gruppen ausgefallen, in denen Menschen ihre seelische Stabilität holen. Es sind alle möglichen Formen von Aktivitäten in Vereinen, ehrenamtlich und so weiter ausgefallen. Und nochmal, in Berlin lebt hinter jeder zweiten Haustür ein Mensch, eine Person alleine. Das muss Folgen haben. Und wenn man dann auch noch psychisch vorerkrankt ist, und das möchte ich einfach auch nochmal besonders betonen, hat man weniger Reserven zur Verfügung, um diesen Ausfall zu kompensieren. Danke. Ich würde gleich noch eine Nachfrage stellen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, können wir vielleicht die Mikros bereit machen und noch ein, zwei Publikumsfragen dazu nehmen. Aber nur, wenn wir Zeit haben, das sehen wir gleich. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, heißt das, dass also sowas wie eine, ich nenne es mal Kampagne, also ein Sensibilisieren der Öffentlichkeit, dass Einsamkeit okay ist, dass es vorkommt, und Informationen darüber, wohin kann man sich wenden, also was, wo kann ich mir Hilfe holen im Zweifel, also gerade wenn vieles wegbricht, wie jetzt durch die Pandemie, schon ein hilfreicher Schritt wäre für viele. Absolut, also informieren hilft, Information hilft, eine Kampagne, die das Thema auf die Agenda setzt, macht es auch besprechbar, dann kann man darüber reden, auch mit dem Arzt, auch mit dem Psychiater oder Psychotherapeuten, das würde viel helfen, und ich würde mir hoffen, dass wir da auf dieser Wegstrecke jetzt auch schon weitergekommen sind. Ja, danke. Dankeschön, Herr Adli, danke für Ihre Einführung und für Ihren, ich sage es nochmal, sehr guten Doppelpunkt für diese Veranstaltung. Herzlichen Dank. Ja, und Herr Adli hat es gesagt, wir sind am Anfang. Ja, die politische Aufmerksamkeit für das Thema steigt, das ist durchaus wahrnehmbar. Wir haben jetzt in den Anfängen des Kompetenznetzes Einsamkeit ja schon vielerorts so ein bisschen die Angel ausgeworfen. Wir haben gestern zum Beispiel nach Initiativen gefragt, die an einer Zukunftswerkstatt teilnehmen. Wir sind in die Forschung gegangen und haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefragt, ob sie uns Expertisen zum Thema erstellen. Und es ist ganz kennzeichnend, wo immer man fragt, alle machen mit. Das Thema ist wirklich, also von der Aufmerksamkeit, die Awareness, wir sind ja auch in der Loneliness Awareness Week in UK, von der Awareness muss man sagen, empfinden wir es, dass wir schon ein großes Stück vorangekommen sind. Und wenn jetzt beispielsweise durch so eine Veranstaltung oder auch durch alles, was Sie mitnehmen, was Sie vielleicht dann noch auf unserer Homepage finden und weiter verteilen, durch alles, was noch kommt, glaube ich, ist das schon ein wichtiges und gutes Signal. Jetzt freue ich mich sehr, dass Frau Ministerin Lisa Paus bei uns ist. Das ist wunderbar. Damit werten Sie diese Veranstaltung, geben diesem Thema eine Wertigkeit. Und darüber freuen wir uns. Das Kompetenznetz kommt nicht ohne aus, ohne Aufmerksamkeit, ohne ja, politischen Rückenwind. Und ich danke Ihnen, dass Sie zu uns sprechen. Sie haben das Wort. Ganz, ganz herzlichen Dank. Deswegen bin ich auch hier, weil ich tatsächlich dem Thema auch die entsprechende Wertschätzung geben möchte, die ihm gebührt. Sehr geehrter Herr Landes, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin Schützer, sehr geehrter Herr Professor Adli, sehr geehrtes Team des Kompetenznetzes Einsamkeit, liebe Gäste. 28 Jahre alleine auf einer Insel, nach einem Schiffsunglück gestrandet, auf sich allein gestellt, kein anderer Mensch da, keine Möglichkeit, sich Hilfe zu holen. Nach vielen Jahren kommt der erste Mensch, der zum Freund und Gefährten wird. Ratter, 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 Sie erinnern sich, Sie kennen die Geschichte. Das ist die Geschichte von Robinson Crusoe und seinem Gefährten Freitag. Vor 300 Jahren geschrieben, ein Klassiker der Weltliteratur. Ich erinnere mich, wie ich auch als Jugendliche das Buch gelesen habe. Ich habe es geliebt. Sehr gut erinnere ich mich aber auch an das Gefühl von Beklemmung,
bei der Vorstellung, alleine und einsam auf einer Insel zu sein. Heute gibt es weniger Schiffbrüchige. Wenn heute eine Insel in der Karibik menschenleer ist, dann gilt das eher als Luxus denn als Not. Was es aber heute mehr als zuvor gibt, das sind Menschen, die sich einsam fühlen. Menschen, die sich jemanden wünschen, zum Reden, um Sorgen und Freude zu teilen. Und da müssen wir als Gesellschaft mehr machen. Darum bin ich sehr froh, Sie heute zu sehen. Herzlich willkommen zu der Konferenz Gemeinsam aus der Einsamkeit, die mein Ministerium gemeinsam mit dem Kompetenznetz Einsamkeit veranstaltet. Für mich ist es die erste Präsenzveranstaltung zu diesem Thema, an der ich jetzt als neue Bundesseniorenministerin und als Ministerin für alle Generationen teilnehme. Und darüber freue ich mich sehr. Denn ich möchte mich auch besonders den Bedürfnissen der älteren Menschen in unserer Gesellschaft widmen. Die heutige Konferenz ist die Auftaktveranstaltung meines Ministeriums zu einer Strategie gegen Einsamkeit. Sie ist zugleich eine Veranstaltung im Rahmen der Woche Gemeinsam aus der Einsamkeit. Sie hat gestern mit der Zukunftswerkstatt in Berlin begonnen. Da ging es um Engagement zur Vorbeugung und Bekämpfung von Einsamkeit. Morgen gibt es das Online-Seminar Kommunen gegen Einsamkeit und soziale Isolation. Und zugleich findet in Großbritannien die etablierte Loneliness Awareness Week statt, bei der es darum geht, die Öffentlichkeit für das Thema Einsamkeit zu sensibilisieren. Schön, dass Sie, Frau Hill, virtuell aus Großbritannien zugeschaltet sind und gleich in der Diskussion von Ihren Erfahrungen berichten werden. Ich bin sehr gespannt. Es wäre schön, wenn wir mit unseren Veranstaltungen gegen Einsamkeit die Öffentlichkeit genauso wie in Großbritannien sensibilisieren könnten. Zu der heutigen Konferenz haben wir Gäste aus der Forschung, Aktive aus der sozialen Arbeit und dem Engagement gegen Einsamkeit sowie eben auch internationale Gäste eingeladen. Unterschiedliche Perspektiven sind notwendig, weil auch Einsamkeit ein sehr vielfältiges gesellschaftliches Phänomen ist. So haben Sie es gerade im Vortrag von Herrn Professor Adli auch schon gehört. Liebe Gäste, die Corona-Pandemie hat unseren Blick nochmal verstärkt auf das Thema Einsamkeit gelenkt. So fühlten sich nach den Ergebnissen des Deutschen Alterssurveys im Sommer 2020 rund 1,5-mal mehr Menschen im Alter von 46 bis 90 Jahren einsam als in den Befragungsjahren davor. Aber wann fängt die staatliche Verantwortung bei Einsamkeit an? Wir wissen ja, dass es Menschen gibt, die gerne mal allein sind und dieser selbstgewählten Einsamkeit dann auch keine Unterstützung mögen. Aber es geht eben um die ungewollte Einsamkeit. Wenn ungewollte Einsamkeit über einen längeren Zeitraum anhält, dann wissen wir alle, dann hat sie drastische negative Auswirkungen auf die psychische und körperliche Gesundheit von Menschen. Langanhaltende Einsamkeit, sie beeinflusst das Denken und das Verhalten von Menschen und damit auch ganz zentral den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Corona-Pandemie ist hierfür ein Beispiel, denn viele ältere Menschen haben sich notgedrungen zurückgezogen. Hatte übrigens gestern noch ein ziemlich intensives Gespräch dazu, auch mit meiner Mutter. Als Generationenministerium betrachten wir aber auch jüngere Altersgruppen und andere gefährdete Menschen, wie zum Beispiel Geflüchtete, aktuell aus der Ukraine, aber auch LGBTIQ-Personen, die von Einsamkeit aufgrund ihrer Lebensführung in bestimmten Lebensphasen betroffen sein können. Da ist zum Beispiel eben auch die Studentin, die zum ersten Mal in einer fremden Stadt lebt. Oder auch der Erwerbstätige, der nach einem langen Arbeitsleben in die Rente eintritt und seine beruflichen Bezugspersonen plötzlich verliert. Es betrifft auch Migrantinnen und Migranten, die neu in ein Land kommen und deren Sprache und Kultur ihnen fremd ist. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend setzt sich für alle einsamen Menschen ein. Wir fördern nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie Maßnahmen gegen Einsamkeit und soziale Isolation, sondern bereits seit 2018. So fördern wir das Programm des Malteser Hilfsdienstes Miteinander füreinander. An rund 110 Malteser Standorten sollen besonders hochbetagte Seniorinnen und Senioren erreicht werden. Mit dem Programm Stärkung der Teilhabe Älterer, Wege aus der Einsamkeit und sozialen Isolation im Alter aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds werden bis Oktober 2022 29 Modellprojekte gefördert, die ungewollte Einsamkeit und zugleich Altersarmut entgegenwirken. Ab Oktober 2022 schließt sich ein weiteres ESF-Plus-Programm zur Stärkung der Teilhabe älterer Menschen an.
Bis zum September 2027 können rund 80 Projekte mit sozialen neuartigen Angeboten gefördert werden. Und zudem helfen die bundesweit von uns geförderten 530 Mehrgenerationenhäuser, die es inzwischen gibt, Isolation sowie Einsamkeit zu verhindern. Und mit dem Projekt Zukunftswerkstatt Kommunen werden Kommunen unterstützt, die Folgen des demografischen Wandels zu gestalten. Dabei geht es unter anderem um die Einrichtung von Orten der Begegnung, wie zum Beispiel den Jugendladen im sächsischen Riesa oder die Erzählsalons in plattdeutscher Sprache im Emsland. Die kommunale Ebene spielt eine wichtige Rolle in der Vorbeugung und Bekämpfung von Einsamkeit. Und um diese Perspektive geht es auch heute im Laufe des Tages. Als Gesellschaftsministerium fördern wir also bereits jetzt viele Maßnahmen, um Gemeinschaft zu stärken. Und auch die Wohlfahrtsverbände leisten mit ihrer kontinuierlichen Arbeit mit Betroffenen sowie mit zahlreichen Projekten seit Jahren einen wesentlichen und unverzichtbaren Beitrag für ein solidarisches Miteinander, für mehr gesellschaftliche Teilhabe und gegen Einsamkeit. Und dafür danke ich den Wohlfahrtsverbänden sehr herzlich für ihr Engagement und ihren Einsatz. Aber ich habe mir selber in der letzten Woche nochmal die Zahlen vorgenommen. Inzwischen gibt es 10% der Bevölkerung, die von sich sagen, wo es auch sozusagen auch quasi amtlich ist, dass sie sich einsam fühlen. Das sind bei 80 Millionen Menschen in Deutschland oder über 80 Millionen Menschen, mindestens 8 Millionen Menschen. Und ich finde, wir machen schon viel, aber es reicht deutlich nicht aus. Dieses Thema muss noch mehr enttabuisiert werden und wir müssen uns noch mehr darum kümmern, dass wir tatsächlich etwas schaffen, dass eine Einsamkeit, die bei den Leuten ankommt, die es brauchen. 10% unserer Bevölkerung, das ist nicht nichts, das ist viel zu viel. Meine Damen und Herren, ein ganz wichtiger Partner für unser Ministerium, das ist das Kompetenznetz Einsamkeit. Gemeinsam mit dem Kompetenznetz wollen wir Einsamkeit bekämpfen und ihr vorbeugen. Zu diesen Themen forscht das Kompetenznetz Einsamkeit. Es entwickelt Strategien und verbreitet Wissen. Das Kompetenznetz will alle relevanten Akteurinnen und Akteure zusammenbringen. Es geht also darum, Wissenslücken zu schließen und die gewonnenen Erkenntnisse in die politische und gesellschaftliche Praxis einfließen zu lassen. Das Kompetenznetz Einsamkeit ist so etwas wie unser Rettungsboot. Mit ihm stechen wir in unbekannte See. Dabei gibt das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik die Richtung vor. Sie, Herr Landes, als Leiter und Kapitän des Instituts, Sie wissen, wo es lang geht, hoffen wir jedenfalls. Und ich danke Ihnen und dem Institut für Ihre und seine wertvolle Arbeit. Ich danke Ihnen natürlich auch besonders für die Organisation der heutigen Konferenz. Mit dieser Konferenz und allen Ihren Erkenntnissen legen wir auch den Grundstein für die Strategie gegen Einsamkeit. Sie soll dem Thema wie in England die verdiente Aufmerksamkeit bringen, die es eben auch in Deutschland braucht. Sehr geehrte Damen und Herren, die Geschichte von Robinson Crusoe im Roman von Daniel Defoe, wir erinnern uns, sie geht gut aus. Freitag lernt die Sprache seines Freundes, beide erleben zusammen viele Abenteuer und sie verlassen am Ende die Insel gemeinsam. Ich wünsche uns, dass auch wir es schaffen, gemeinsam Wege aus der Einsamkeit zu finden. Dabei sollten wir alle zusammen Tempo machen, denn das Thema drängt. 28 Jahre wie Robinson Crusoe auf seiner Insel will ich jedenfalls nicht warten. Und wir können schon gar nicht hoffen, dass ein Schiff kommt und uns abholt. Da müssen wir schon selbst aktiv werden. Darum freue ich mich nun auf die anschließende Diskussion und Ihre Ideen. Zunächst übergebe ich aber das Wort an Frau Schwitzer. Wir machen ein gemeinsames Foto mit dem Bild. Genau, auf der Bühne. So. Wir machen ein gemeinsames Foto noch. Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Strategie gegen Einsamkeit, hier steht's. Gemeinsam gegen Einsamkeit, gemeinsam aus der Einsamkeit, wie auch der Konferenztitel ist,
Das ist was Wichtiges. Sehr geehrte Frau Paus, herzlichen Dank für Ihre ermutigenden Worte. Die sind nach vorne gerichtet. Und das finde ich bei dem Thema sehr wichtig. Ich glaube, dass eine Strategie gegen Einsamkeit ein wichtiges Signal ist. Also man kann es nicht überschätzen in dieser Signalwirkung. Es bildet den Rahmen für ein konzertiertes Handeln, das miteinander mit vielen Playern, einige sind hier im Raum, Sie haben die Wohlfahrtsverbände genannt, die vielen Engagierten, die Kommunen, die Initiativen, die sich online ergeben, zusammenwirken, um zu überlegen, was sind die richtigen Schritte, was ist die richtige Strategie. Sehr verehrte Damen und Herren, Einsamkeit ist ein internationales Phänomen. Es betrifft Gesellschaften unterschiedlich und es gibt schon eine ganze Reihe von Lernerfahrungen von Maßnahmen gegen Einsamkeit. Dem wollen wir uns nun zuwenden. Auf der einen Seite mit einem Diskussionspanel, aber zunächst mit einem Einblick in die EU-Perspektive. Ich werde jetzt in die englische Sprache wechseln. Falls Sie noch keinen Übersetzungskopfhörer haben, können Sie hier vorne am Empfang sich einen nehmen. So moving on to our next program point, I'm very honored to welcome Ms. Dubravka Juica to our event today. As European Commission Vice President for Democracy and Demography, her work focuses on the people's lives here in the European Union. We are therefore looking forward to have her share some insights on loneliness and how we can prevent and cope with it from the viewpoint of the European Union. Ms. Juica, again, a very warm welcome. From our side, it is great to have you joining. Please, the floor, or rather, the display is yours. Thank you very much. Good morning to everybody. Dear Minister, dear ladies and gentlemen. We all experience loneliness at some point in our lives, or we know someone, a sibling, a friend, or an elderly parent, a relative, who is faced with loneliness after a move or due to a change in our life situation. I do not believe that loneliness has to be a fact of life. However, the reality is that across the European Union, loneliness increasingly affects people's lives, their health, and their well-being. This impacts people's ability to live where they want, to find work or hold down a job, to participate in their society, and to participate in democracy. In short, we face an issue that has consequences on health, but is causing both economical and social challenges. And we must act now, together, as you said, and the title of today's conference, Together Against Loneliness, emphasizes just that. Loneliness is not a recent issue. It is a part of the human condition. What is changing now is that we are taking note of the absence of policy focus on this challenge. Already in 2016, 12% of citizens in the European Union felt lonely. The pandemic amplified the trend of loneliness. We have seen it skyrocket to 25% of citizens admitting to feeling lonely. However, loneliness is still marked by social stigmatization, and current data available might not reflect the actual magnitude of the issue. This makes it difficult to identify effective ways of addressing loneliness. But we must address it. This is part of my work as European Commission Vice President for Democracy and Demography. In both democracy and demography, you find the word demos, meaning people. My portfolio is all about people's life, both individually and as a community. Therefore, we are rising to the challenge of loneliness by laying the foundations for a new evidence-based policy response. We are determined to improve our understanding of this complex issue and how to translate it into our policy making. In this initial phase, we look to create a more robust knowledge base and to learn how to prevent and cope with loneliness. This is lacking not only at the European level, but also at the local and national level. The challenge for us policymakers is to integrate our work on loneliness across different policy areas.
social integration, inclusive education and labor markets, adult learning, community services. In summer last year, we launched a new pilot project to monitor loneliness in Europe. Preliminary findings, reports, and policy briefs on loneliness are already publicly available on the European Commission's website. Research and measuring interventions are key and go hand in hand in the development of effective policy measures targeting loneliness. Therefore, the Commission will also set up a publicly accessible platform to monitor loneliness over time and across European member states, and to enable networking and learning from each other. In the context of the pilot project, the European Joint Research Center will launch a new pan-European data collection effort on loneliness in September this year. It will provide new insights into the causes and consequences, as well as the different manifestations of loneliness. The Joint Research Center is currently also mapping loneliness and loneliness initiatives in all over European member states, and it is assessing their impact and effectiveness. I would like to express my support for the work of your project network and to commend the German Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth for supporting this initiative. I share your ambition of achieving a more coordinated response to social isolation and to loneliness. Your project is an important complement to other successful programs launched by the ministry, including the program Helping the Elderly Participate in Society More. It is preventing and fighting loneliness and social isolation in old age with a budget of 5 million euros from the European Social Fund. It is an excellent example of putting intergenerational solidarity in practice. This is only one example. Numerous other innovative projects addressing this issue are already in place in other member states as well. I'm discussing the topic of loneliness regularly with European ministers, and it is incredibly interesting to hear about some of the projects that they are supporting. The initiatives range from broad national loneliness strategies to specific local interventions targeting people affected by loneliness across all age groups. But, dear colleagues, we need to do more. Events such as this conference are important to raise awareness, to remove the stigma surrounding loneliness, and enable exchanges between experts, practitioners, and policymakers. It is of utmost importance that we discuss this across countries, across regions, and across continents, to learn from each other, work together, and see where and how we can have the greatest impact. We are also closely collaborating with the World Health Organization, the Togetherness Hub, the Global Initiative on Loneliness and Connection. In addition, we have been exchanging with the United Nations Population Fund on loneliness. Joining forces is a key, but we also need to make sure that those suffering from loneliness know that we hear them and that we see them, and we are acting to help them. We need to increase the visibility of your initiatives in Germany and initiatives to counter loneliness in general across the European Union. This will ensure that people affected by loneliness speak up and benefit from the policies and projects which are already in place. And to conclude, dear ladies and gentlemen, I am convinced that your work and conferences such as the one of today will contribute to the political debate on loneliness across the European Union. It brings to the center of discussion all aspects of loneliness with experts in the respective fields. Given our shared experience of the pandemic, there is room to lead the way on the global level too. We have an opportunity to make a difference in people's lives, and I'm glad to share in this effort, to counter loneliness. We are also organizing a high-level international conference on loneliness and social isolation in spring next year
to which I would like to invite you, Madam Minister, and where I hope to see many of the participants of today's event as well. I wish you a successful event with fruitful discussion and look forward to the outcome of this event. Thank you very much. Ms. Juica, I don't know if you can hear the applause. We really thank you for your input and your on this important subject and your empowering words about raising awareness on loneliness in the European Union and also specifically in Germany. I'm sure that we will take these essential points with us for a day of many resourceful and valuable discussions here in Berlin. And we heard your invitation for a conference in spring next year, and I hope we will see us. That would be great. Thank you again for joining, Ms. Juica. Thank you, and all the best. Und auch für den nächsten Tagesordnungspunkt bleiben wir bei der internationalen Perspektive und damit auch hybrid und bilingual. Wir wollen lernen, welche Erfahrungen international bereits mit der Vorbeugung und Bekämpfung von Einsamkeit gemacht wurden. Ich darf jetzt die Diskutantinnen für das Panel vorstellen und sie auch hier vorne auf die Bühne bitten. Das sind zum einen einmal mehr Frau Bundesministerin Lisa Paus. Wunderbar, dass Sie weiter mitdiskutieren. Dann haben wir Frau Wimke Schürmans-Osterholm. Sie ist Programmmanagerin und stellvertretende Abteilungsleiterin im niederländischen Ministerium für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport und derzeit beispielsweise für das Programm Eins gegen die Einsamkeit verantwortlich. Wir haben Frau Dr. Maja Weenstra von der Universität Maastricht und Akteurin im EU Prevent Profile Project, in dem verschiedene PartnerInnen aus der Euregion Maas-Rhein zusammenarbeiten, um die Prävention und Bekämpfung von Einsamkeit im Alter zu verbessern. Und dazu kommt Janis Kuhlenkort vom Togetherness Hub, einem Social Startup, das sich der Bekämpfung von Einsamkeit verschrieben hat. Er ist international sehr gut vernetzt und wird diese Podiumsdiskussion moderieren. Ich darf Sie hier vorne auf die Bühne bitten. And via video conference, I can gladly welcome Miss Charlotte Hill, Senior Policy Advisor in the Tackling Loneliness Team. I think this is a very good name for an organizational unit, the Tackling Loneliness Team. Department for Digital Culture, Medias and Sport in the United Kingdom, and Dr. Christopher Micton, Technical Officer of the Department for Social Determinants of Health, the Demographic Change and Healthy Aging in the World Health Organization, WHO. We are glad to have you here. Lieber Janis, du hast das Wort. Wunderbar. Vielen lieben Dank, Ben, für die Einleitung und die Anmoderation der hier anwesenden und virtuell dazugeschalteten Teilnehmenden. Mit Blick auf die Zeit würde ich davon absehen, die Vorstellung noch weiter in die Länge zu ziehen und vielmehr noch einmal zu betonen, was für ein hochkarätiges Podium sich heute hier versammelt hat. Wir dürfen uns freuen auf Einblicke in die ministerielle Arbeit von drei Ländern. Wir dürfen hinter die Fassade von einem länderübergreifenden EU-Projekt schnuppern und wir dürfen auch mal so den Vorhang aufmachen und gucken, wie die Weltgesundheitsorganisation das Thema Einsamkeit derzeit bearbeitet. Ich bin beeindruckt und freue mich darauf. Und damit würde ich direkt den Einblick quasi in die Arbeit der hier Anwesenden einleiten wollen. Liebe Frau Bundesministerin Paus, zunächst einmal, ich freue mich natürlich sehr, dass Sie heute hier in Präsenz dabei sein können. Sie sind in Ihrem Grußwort bereits darauf eingegangen, warum es wichtig ist, dass wir das Thema Einsamkeit gerade bei der Vorbeugung, bei der Bekämpfung stärker bearbeiten. Und Sie haben auch schon vorgestellt, mit welchen Maßnahmen das Ministerium dies anzugehen gedenkt. Und daran anknüpfend, warum ist das Thema aus Ihrer Sicht besonders gut im Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aufgehoben? Mein Ministerium. Das hier brauche ich nicht, aber das Mikrofon, das brauche ich.
Ja, mein Ministerium ist ja quasi das Gesellschaftsministerium. Das hört man ja schon im Titel. Ich bin eben für Familien, für Senioren, für Frauen und für Kinder und Jugendliche zuständig qua Amt. Und damit habe ich ja eigentlich alle gesellschaftlichen Gruppen mit dabei. Und mich hat das Thema schon vorher sehr bewegt. Durch Corona ist es nochmal wieder präsenter geworden. Wenn Menschen sich zurückziehen müssen qua Corona, dann verschärft das nochmal, dass eben soziale Interaktion nicht stattfindet. Und es gibt leider inzwischen ganz furchtbare Befunde, was das eben auch negative Wirkungen gehabt hat auf den sozialen Zusammenhalt. Wenn Menschen sich insgesamt zurückziehen, das heißt dann eben, dann teilweise sind sie dann plötzlich auch in der Einsamkeit gefangen und wir müssen einfach wieder raus da. Wir müssen raus, wir brauchen mehr gemeinsamen sozialen Kontakt, weil ansonsten ist es nicht nur ein individuelles, eine furchtbare Situation, die auch nicht notwendig ist, sondern das ist eben auch ein Problem für unsere Gesellschaft insgesamt, weil es schwächt drastisch den sozialen Zusammenhalt. Wenn wir nichts mehr zusammen tun, sondern jeweils einsam vor uns hin vegetieren, ja, dann ist auch die Gesellschaft kaputt. Und deswegen nehme ich das so ernst, deswegen ist mir das so wichtig. Wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank für diesen sehr aussagekräftige, kurze und prägnante Antwort. Ich hoffe, dass die anderen Teilnehmenden sich daran ein Beispiel nehmen, weil wir haben noch einige Fragen heute hier vor uns. Liebe Frau Schurmans, nun an Sie. Seit 2018 gibt es in den Niederlanden das Projekt Eentegen Eensamheit, ich weiß nicht, ob ich es korrekt ausgesprochen habe, vereint gegen Einsamkeit, das die Einsamkeit von älteren Menschen adressiert. Wie geht dieses Projekt vor und was hat sich seit 2018 getan? Yes, thank you. So in English. thank you, first of all, for inviting us as the Netherlands here. And thank you for organizing this. This is very good. We are learning a lot. In the Netherlands, our former minister for healthcare, Hugo de Jonge, he really put it on the political agenda, loneliness. The reason was that there was a lady who was found in her apartment after 10 years of that. She was dead for 10 years, so nobody missed her. And the electrical engineers found her when they came to repair the meter in the house. So this was shocking. They said, how can somebody be not missed for 10 years? So this was a reason to put it on the national political agenda. So in 2018, we started our program One Against Loneliness. And we do that along four lines. First of all, we have a campaign to raise awareness, not only for the people who are feeling lonely, but mainly the people around them, to just make people aware you can do something, even if it's just a little bit, just saying hi to your neighbor, inviting them to a barbecue, anything can make a difference. So that's our campaign. We've been doing it for 3 years now with effect in that sense. The second thing we do is we make local municipalities aware what they can do. So we call it local coalitions. We invite them to really also invite the supermarket or the bank or the places where people go every day to make the people there in a community to help the people who feel lonely. So this is what we call the local coalitions. The third thing we do is we have a national coalition against loneliness. These are companies like KLM or the post office, the PostNL, so big national companies combined also with volunteering organizations, churches. So this is a national coalition who all have their own local managers who do something against loneliness. And this is about 160 organizations now in the Netherlands. So it's and it's growing. A lot of national companies want to join because everybody sees the issue and they want to do something about it from their core business, even to their own employer. So it's a really a big thing going on. And the fourth thing we do is we combine all the knowledge we have, scientific knowledge, in a commission with professors who advise us as the ministry, but also advise professionals and volunteers on the knowledge on loneliness. So since 2018, we see like 2/3 of the municipalities have really signed One Against Loneliness form, and they said, yes, we're going to make this our policy in the local government. We see the national coalition growing. We see the effectiveness of the campaign. It's really
on the top, it's really a topic now. So yeah, there's a lot of work to be done, but we can say that after 3 years, loneliness is really an issue that most of society in the Netherlands is getting aware about. Yeah. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick und auch gerade, was ich besonders interessant finde, den starken Fokus, auch die einzelnen Menschen in der Gesellschaft zu ermächtigen, aktiv zu werden und füreinander da zu sein, aufeinander Acht zu geben. In dem Zuge wollen wir unsere erste virtuelle Teilnehmerin dazugeschaltet ist sie ja bereits, aber jetzt im Prinzip das Mikro hoffentlich unmuten. Frau Hill, Sie repräsentieren heute die vielfach gelobte Einsamkeitsstrategie oder die Einsamkeitsmaßnahmen in Großbritannien. Was genau hat es denn mit der Strategy for Tackling Loneliness auf sich, welche die Regierung im Vereinigten Königreich ja bereits im Jahr 2018 erfolgreich umgesetzt hat? Was sind die zentralen Maßnahmen dieser Strategie und welche Erfolge konnten bisher erzielt werden? Thank you. So the UK's loneliness strategy, as you say, was published in 2018 and has very similar objectives to the strategy, to the work that was just spoken about in the Netherlands. So we look at three main strands of work. The first is reducing the stigma around loneliness and raising awareness of this as an issue that affects everyone across society. It's something that's a normal emotion and that we shouldn't feel ashamed about. The second area that we work on is bringing together organisations across society to take action on loneliness. So we work across lots of policy areas within the UK government, but we also work with organisations in the private sector, in the voluntary and community sector, to bring together lots of different ways to tackle loneliness. And the third thing we do is we try to build the evidence base around loneliness. So one of the things that we've developed is a measure with our Office for National Statistics that helps us to measure loneliness levels within the UK. And that looks at both asking people whether they feel lonely and how often they feel lonely, but also indirectly ask questions about loneliness to try and manage the stigma that is sometimes associated with the word lonely. In terms of the successes of the strategy, since 2018, the government in England and its partners have invested almost £50 million in tackling loneliness, which includes investment in response to the COVID-19 pandemic, but also investment in communities and in the activities that bring people together to connect through the things they enjoy. We've also reached millions of people through our awareness-raising campaigns, and we've grown our network of organisations working to tackle loneliness to around 200 organisations now across society. And finally, we believe we've made real strides in developing our understanding around who in our country feels the most lonely and is most at risk, and also how loneliness can affect our physical and mental health and well-being and what works to help us tackle loneliness. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Es ist immer wieder eine Freude, die facettenreiche Arbeit, gerade aus Großbritannien, dann auch mehr darüber zu erfahren und dann auch zu sehen, dass nicht nur von Destigmatisierung und einer Enttabuisierung gesprochen wird, sondern, wie Sie ja schon angesprochen haben, Sie da bereits erste Schritte oder wahrscheinlich im Kontrast auch zu vielen anderen Ländern schon sehr große Schritte gegangen sind, um diese Enttabuisierung voranzutreiben. Und damit kommen wir wieder jetzt hier live vor Ort zu unserem EU-Projekt, und zwar EU Prevent Profile. Liebe Frau Venstra, das EU Prevent Profile-Projekt arbeitet in der Interreg Euroregion Maas-Rhein. Das heißt, Sie sind in 13 europäischen Regionen in den Ländern Belgien, Deutschland und den Niederlanden tätig. Und was sind die Ziele Ihres Projekts? Mit welchen Partnerinnen und Partnern arbeiten Sie dabei zusammen und was können Sie uns darüber erzählen? Well, sometimes it's like repeating about working
raise awareness. So it's really good to see that so many people are working on the topic. The UE Prevent Profile Project is about to prevent and combat unwanted loneliness in older people. So that's the focus. We do not try to reinvent the wheel, but really try to find good examples and make them available for professionals, citizens, communities. We are still really in the search. We try to find also in the literature about intervention, which one do work, what are elements that work, and follow our website. It's also in German available, so you can find the material. We still work for until next year. We have a lot of partners. We have project partners like I'm working for the Maastricht University as a researcher, but we also work with the University of Liège. We have some public health organizations involved. Here from Germany, it's Bachso, who is one of our partners. But we are also working with communities. We have associate partners, and I wrote them down because there are so many. I will not mention them all, only the German one. We work with Aachen, Kreis Düren, the Maltese in the Diocese Aachen, and the Regional Office for Aging Care and Dementia in Aachen, Eifel. That are the German partners. And besides the associate partners, we are also working with a lot of stakeholders, communities, elderly organizations, volunteers, a lot. Yeah. Wunderbar, vielen, vielen herzlichen Dank. Was ich raushöre gestern im Rahmen der Zukunftswerkstatt, ist ganz stark die Forderung nach mehr Zusammenarbeit betont worden und nach Netzwerkarbeit. Und was ich so schön finde, dass all bei den angesprochenen Projekten und jetzt auch bei den Partnern, die Sie jetzt beschreiben, dass diese Zusammenarbeit häufig schon existiert, dass es Vorbilder gibt aus anderen Ländern, aber auch hier in Deutschland, wo bereits genau diese Vernetzungsarbeit, dieser Erfahrungsaustausch stattfindet. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Einblick. Und damit zu unserem letzten Teilnehmer, welcher diese Runde heute, glaube ich, hervorragend vervollständigt. Da wir uns kennen, etwas persönlicher, lieber Chris, im Rahmen der aktuellen UN Decade of Healthy Aging, habt ihr als Weltgesundheitsorganisation intensiviert damit begonnen, euch mit den Auswirkungen von Einsamkeit und sozialer Isolation zu beschäftigen und zieht mittlerweile sogar die Etablierung einer eigenen Kommission in Erwägung. Welche Prioritäten setzt ihr derzeit bei der Bearbeitung von Einsamkeit und wie möchtet ihr dabei ganz gezielt auch mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten? Ja, yeah, thank you, Yanis, and thank you for inviting WHO here today. It's a pleasure to be here. So our priorities, at the moment I'd say we have two priorities. And they actually overlap with what the other speakers have said. We're doing this at the international level, but they overlap with the activities they're doing at national level. So the first priority really involves what we're called building up the evidence architecture. We're trying to synthesize the evidence on the problem in such evidence synthesis products as evidence and gap maps, guidelines, and we're trying to bring this all together in a portal. And the aim here is really to make the evidence, the best evidence, high quality evidence available to policymakers and to decision makers. We really want to make sure that this best evidence gets institutionalized in practice and in policy around the world. So we avoid implementing solutions that don't work and are ultimately a waste of money. The guidelines we produce, and we're started to work on guidelines to reduce social isolation and loneliness across all age groups. They generally synthesize the best evidence available and make clear recommendations for action. And they're mainly aimed at ministries, ministries of health and other relevant ministries. So building up the evidence architecture is the first priority. The second priority, and Yanis, you already mentioned it, is we're exploring the possibility, we're a bit beyond exploring the possibility, but we haven't made a final decision, of establishing a global commission on what we're calling social connection.
This would be somewhat along the lines of previous commissions, such as the Commission on the Social Determinants of Health. This would be not just a WHO commission, it'd probably be a UN-wide commission. And it'd be composed of 10 to 12 commissioners. These are high-profile people, which would include representatives from member state governments, be an advisory board, there'd be a secretariat. And this commission would really have two overarching aims. The first is to increase the political visibility of this issue around the world and to frame social connection, social isolation, and loneliness as truly global issues. The second aim is to speed up the development and the uptake of effective solutions. This commission will most likely be launched early in 2023, and then it will sit for 3 years. And probably have four main outputs. A flagship commission report. We'd also like to develop a global index on social connection so we can monitor what's happening, track progress. We're thinking of developing what we're calling an intervention accelerator to speed up the development and uptake of effective solutions. And then there'd also be advocacy activities. So those are our two priorities at this point. Thank you. Wonderful. Auf Deutsch weiter. Genau. Vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, es hat einmal mehr gezeigt, wir haben ja heute tatsächlich fünf Menschen sitzen, voller Tatkraft, tatsächlich auch mit viel Sachverstand, mit viel Expertise zu dem Thema. Und ich glaube, was noch wichtiger ist zu dem Zeitpunkt, und Frau Paus hat es so schön gesagt, wir haben nicht 28 Jahre, sondern fünf Menschen, die bereits jetzt handeln und bereits jetzt in die Zukunft wollen und das Thema vorantreiben wollen. Genau. Und damit dann auch wieder zurück zu Ihnen, liebe Frau Paus. Neben Ihrer eigenen Arbeit haben Sie ja jetzt einen ersten Eindruck gewinnen können in die vielfältige und auch sehr interessante Arbeit der vier anderen Podiumsteilnehmenden. Gibt es dabei bereits Aspekte der Expertisen, der Erfahrungen, die Sie besonders aus einer deutschen Perspektive heraus spannend fanden und auf die Sie reagieren möchten? Ich fand das alles schon sehr spannend. Ich bin natürlich ein ungeduldiger Mensch und hätte natürlich gern die Ergebnisse zu den Studien zur besseren Evidenzbasiertheit am liebsten gleich morgen, damit wir es dann auch gleich umsetzen können. Aber ich finde diesen sehr systematischen Ansatz von der World Health Organization wirklich sehr gut, damit wir in der ganzen Breite da etwas haben. Ich fand das jetzt nochmal spannend. Ich gebe zu, ich habe persönlich eben insbesondere immer das britische Beispiel wahrgenommen. Das war ja in Deutschland auch durchaus relevant in der Presse. Sie hatten jetzt eben auch besonders darauf hingewiesen, was sie in Großbritannien schon machen. Wenn ich aber die Zahlen richtig verstanden habe, dann ist es doch relativ ein Kopf an Kopf. Also wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe aus den Niederlanden, dann haben sie eigentlich derzeit mehr Partner an Bord. Und es klang jedenfalls insgesamt doch schon deutlich größer. Und leider ist es ja oft so, dass schlimme Anlässe dann auch dann einen entsprechenden Push geben. Aber mein Eindruck war, dass jedenfalls das, was die Niederlande da jetzt auf den Weg gebracht hat, dass das ein guter erster Anknüpfungspunkt wäre, dass ich das gerne nochmal beleuchten würde, inwieweit wir in Deutschland das, was wir schon machen, vielleicht durch diese Gesamtstrategie noch verbessern können. Und Sie diskutieren ja heute auch den ganzen Tag noch weiter darüber. Von daher bin ich gespannt, welche Ergebnisse in diesem Zusammenhang dann auch kommen. Es ist richtig, dass man nicht die Einsamen adressieren sollte mit einer entsprechenden Kampagne, sondern dass es eben gerade darum geht, dass die Menschen drumherum sich mehr kümmern. Das ist das Entscheidende. Da haben wir auch in der Corona-Pandemie erlebt, dass Nachbarschaften durchaus auch funktionieren, aber wir brauchen eben auch eine Kontinuität darin. Deswegen ist eine Kampagne immer ein erster wichtiger Schritt, aber ich glaube, wichtig ist dann eben auch zu schauen, evidenzbasiert, wie wir dann doch nachhaltige Strukturen schaffen, die vielleicht im Moment noch nicht so da sind, die wir aufgrund der veränderten gesellschaftlichen Bedingungen jetzt vielleicht brauchen, um tatsächlich, wie hieß der Index jetzt nochmal? Sie wollten einen Index schaffen, einen Social, nicht Social Distance, sondern Social
Chris. Social Connection. Ja, genau, das fand ich super. Den Social Connection Index, das klingt jedenfalls schon mal gut. Das, glaube ich, ist eine ziemlich spannende Angelegenheit. Ich freue mich auf die entsprechenden Ergebnisse. Besser früher als später, aber auf jeden Fall werden wir sie in Deutschland intensiv wahrnehmen. Das kann ich schon mal sagen. Genau, und ich glaube tatsächlich genau, was Sie jetzt auch mit dem Index erwähnt hatten, bei allen hier ja auch im Podium vertreten, auch gestern im Rahmen der Zukunftswerkstatt, ist dieser Bedarf nach Daten, nach Evidenz, nach Monitoring, was nicht einmal statisch stattfindet, sondern wo einfach kontinuierlich die Daten auch immer wieder eingepflegt werden, zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, da haben Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt getroffen. Auch wenn das jetzt unsystematisch ist. Es ist ja völlig richtig, dass das Thema Einsamkeit sehr verschiedene Facetten hat. Deswegen ist es eben so wichtig, dass wir auch eine entsprechende Datenbasiertheit bekommen. Ich hatte ja selber in meinem Vortrag darauf hingewiesen, dass es Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen ganz unterschiedlich treffen kann. Trotzdem müssen wir uns dem widmen und deswegen sind alle Anstrengungen absolut berechtigt. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn auch die Wissenschaft hier und international relativ schnell zu entsprechenden evidenzbasierten Aussagen kommt, weil wir brauchen zwar auch Substanz, aber wir brauchen auch eine gewisse Schnelligkeit. Bis 2026 zu warten, das widerstrebt mir eigentlich zutiefst. Wir müssen eigentlich ein bisschen schneller sein. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, dass es Ihnen da widerstrebt zu warten, das kann ich absolut nachvollziehen. Und umso mehr freut es mich, dass wir hier auch bereits Antworten auf dem Podium vertreten haben. Und in dem Zuge würde ich vielleicht einfach das Wort an Frau Venstra einmal übergeben. Und zwar in Ihrem Programm haben Sie einen ganz konkreten Fokus auch darauf, Best-Practice-Beispiele, also Beispiele guter Praxis zu identifizieren, arbeiten ja bereits in diesem Länderdreieck quasi grenzüberschreitend, sind selber auch eingebettet quasi in das niederländische System. Das heißt, Sie kennen die Strategie, wovon wir, glaube ich, gleich auch noch mal ein bisschen mehr erfahren werden. Aber welche besonders vielversprechenden Projekte oder Aspekte sind Ihnen denn bei Ihrer bisherigen Arbeit begegnet, von denen wir hier auch in Deutschland profitieren könnten? Yeah, well, what we are also working on a regional health atlas, so we really search for data to compare between the three regions in order to see where the problem is more or less, or if it's comparable. That's a real challenge. But we are also working on a theoretical framework, and which we see is that it's not only about making more context available between people, but also meaning of life is really important, especially in older people. So we have a lot of best practices who aim at make sure that people are can have a body or be a part of some community action. So it's really important also to look at that. And I think if you really want to do something about loneliness, it's really complex and it's just not one solution. It's really important to have multiple solutions because one person really needs more context and that will help to get more meaning of life. And other people have a lot of context but no meaning of life. And especially in older people, there's also a lot of life events. So it's important to raise awareness and just focus on when it's a problem. Loneliness. Not always loneliness is a problem. Sometimes it's just part of life. So it's always also about normalize the fact that sometimes you are lonely. And that's also where we work on is when is it a problem? How can you as a citizen or a professional look at, okay, what is loneliness? How can I find out if somebody is lonely? And when is it a problem and what can I do? We come up with some examples. We also focus on intergenerational exchange because loneliness is not only for older people, although it is the focus of our project, but we also look at what could young people mean for old people and the other way around. And how as a community or as a professional can you stimulate that? So we're also developing guidelines in our project both for professionals, but also for non-professionals, volunteers, what to do.
And it's really interesting because in the Netherlands we have the national campaign. That's really helpful. When we wrote the proposal, it was just starting the campaign. And now we combine the good examples. But there are also good examples in Germany and Belgium. And we try to find the good things. But it's not that what's working in the Netherlands will work in the other regions. For example, words, we work with guidelines. And in the French-speaking part of Belgium, they want to work with manuals because guidelines is something like, well, we will not work with that. So it's also good to keep in mind if you find good examples across the border, look at the local context, look at the national context in case of the words, but also in how things are arranged. And I can go on and on. So give the floor back. Wunderbar, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, was ganz stark hervorgekommen ist, die Komplexität dessen, was wir hier behandeln, dass Einsamkeit, es gibt eben nicht die Einsamkeit, es gibt dementsprechend auch nicht die Lösung für Einsamkeit. Sie hatten ja so schön gesagt, das Projekt ursprünglich sehr, also der Projektfokus auf älteren Menschen, aber dass auch im Projekt Sie erkannt haben, wir können es nicht einzig und allein mit dem Fokus auf ältere Menschen bearbeiten. Und da würde mich dann auch von Ihnen, Frau Schurmans, nochmal die Perspektive interessieren, dass, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, quasi im 2021 hat ja die initiale Projektphase der Kampagne zunächst geendet, quasi mit einem Wirkungsmonitoring, mit einer Evaluation. Und initial ist das Ganze ja ebenfalls auch mit einem Fokus auf ältere Menschen ins Leben gerufen worden. Und jetzt einmal gesamt auf das Projekt, welche Ergebnisse quasi bei der Auswertung auch für Sie besonders im Vordergrund gestanden haben und vielleicht auch gerade diese Frage nach einer altersspezifischen Bearbeitung, was Sie da für Schlussfolgerungen gezogen haben. Okay, thank you. The translation took a bit more time. so we evaluated the national strategy while doing it. So it was an external evaluation. So since 2018, every year we got a report to give us recommendations what we should do better to make more effectiveness on the loneliness strategy. First of all, how much money we had? We have 5 million on a structural base. And the money is invested in the campaign, it's invested in effective interventions, so to increase the database with effective interventions. And a bit of money goes to consultants that every municipality who says, yes, I want a local coalition against loneliness, they get a consultant for free for 64 hours to help them get the basics right. And based on all the knowledge that is already there. So to prevent every municipality to start from nothing, we give them the basics. And from there on, they can, like you say, really incorporate it in their local situation. So the evaluation that we did shows that really works. The municipalities are really helped by the national program, but they also feel they have their own freedom to make it their local strategy and their local agenda. The evaluation did say, yes, it's not only a problem for the elderly, there's also the youth. And this, of course, like it's already been said, COVID really shows that it's not only a problem for the elderly. So they really recommended us to increase the awareness on that subject. So the new government that started in 2022 increased the money that we have for loneliness by 10 million more, which is a good thing. So we have 15 million now, and we're really going to invest that in the local municipalities for them to make their own local agenda more active and to really increase the amount of activity that is happening for young and old. But for the young, we really say it's more, we put the label not so much on loneliness, but we put the label on mental health. Because for them, you want to really show that there's a whole life ahead, that if they invest in social relationships, invest in friendships, realize how their future looks, they still have a hopefully a different elderly age than the elderly at this moment.
We also measure the loneliness in the Netherlands by quantity. A quantitative monitor is being done every 4 years by the public health monitor. And we see the increase in loneliness. But the measurement was done in 2020 in the middle of the lockdown. So in that sense, we can't really compare the figures from 2012 till 2020. But we also have a longitudinal study, so we really follow the elderly from during their age. And like you said, the life events are very important in that that we see in that study. And we also see the resilience really differs per elderly. So some life events for some people really keep them in their loneliness, but for other people they find ways to come out. So yeah, more study is needed to show what are the resilience factors and what can we do in policy and in activities to prevent that from happening. And we are going to increase the frequency of the monitoring. So every 2 years, the public health monitor will be done. So hopefully we'll get more figures and see what it will do without COVID, we hope. And we are going to increase also the national science agenda. We're going to invest some money in that to increase more knowledge, like we all are looking for knowledge on what really works. So that will be the future from now on. Yeah. Wahnsinnig interessant. Also gerade auch festzustellen, das Wirkungsmonitoring, wo ja ursprünglich die Budgetierung auf 5 Millionen quasi gesetzt war, dass es ja so erfolgreich war, die Daten geliefert hat, dass sie dann auch darlegen konnten, es ist nicht nur notwendig, dass wir es weiter bearbeiten, sondern dass das Ganze sogar um das Doppelte nochmal aufgestockt wurde und dass sie jetzt quasi mit einem Budget von 15 Millionen das Ganze weiter bearbeiten können. Finde ich großartig und ich glaube, das kann auch durchaus ein wirkungsweisendes Zeichen dann auch für unsere Arbeit hier in Deutschland darstellen. An der Stelle würde ich nochmal unsere virtuellen dazu geschalteten Teilnehmenden auch zu Wort kommen lassen. Wir haben natürlich jetzt einige Einblicke auch in die Bearbeitung von Einsamkeit in den Niederlanden bekommen. Den meisten von Ihnen ist, wie gesagt, gerade durch die deutsche Presseberichterstattung das Beispiel aus Großbritannien sehr viel geläufiger. Und in der Einsamkeitsstrategie Großbritanniens ist ja sehr, sehr stark verankert, dass das Thema generationsübergreifend bearbeitet werden muss. Auch gerade, was eben angesprochen wurde, diese Live-Events, quasi Trigger-Events, die es im Verlaufe des Lebens gibt, die das Risiko steigern können. Frau Hill, könnten Sie uns vielleicht noch mal ein bisschen mehr dann zu der Ausrichtung der Einsamkeitsstrategie verraten, insbesondere auf die Erkenntnisse, was den Fokus auf eine gesamtgesellschaftliche Bearbeitung darstellt? Yes, so since the loneliness strategy in the UK was launched, there has always been a focus on thinking about loneliness across all different age groups. So we never had a specific focus on older people. And that's because our data tells us that loneliness can impact anyone at any point during their life. And that's because of those life events that other panel members have spoken about that can trigger experiences of what we call chronic loneliness, which is when loneliness becomes very problematic for our health. And those can happen in many life stages. So that could be a young person being bullied at school, someone in their early 20s leaving home, experiencing divorce or discrimination, experiencing a bereavement, and then obviously in later life, things like retirement and having health issues that mean you're less able to get out and about and connect. So we recognize that across our life, there are things that can push us into loneliness. And also increasingly, we're seeing evidence that younger people are one of the age groups at the most risk of loneliness in the UK. So we see that on average, 6% of adults in England feel lonely often or always, but that rises to 11% for people aged 16 to 24. And so our response has been very much to think about
broad measures that we can use in the UK to target lots of different groups, both age groups, but other demographic groups like people with disabilities, people who are unemployed, people who live in deprived areas. All these groups we know are at a higher risk of loneliness. But we also are looking at where we might need to have more targeted measures. So for example, recently we developed a communications campaign that was more targeted at a younger age group because we recognise that firstly, there's a higher risk of loneliness and a major impact from the pandemic, but also that experiences of loneliness and the stigma that surrounds it might be different for that age group. And that's something that we want to learn more about through our research work. And we also look at how we can work with organisations who target specific groups so that they can develop more targeted action where perhaps government is less able to reach those specific groups. Vielen, vielen herzlichen Dank. Gerade auch die Betonung, was wir wissen, aber auch der Fokus wieder darauf, wie viel wir in diesem komplexen Thema nach wie vor nicht wissen und dass wir nach wie vor weitere Daten generieren müssen, was Sie jetzt auch angesprochen hatten, ob möglicherweise unterschiedliche Gruppen eine unterschiedliche Stigmatisierung, ein unterschiedliches Tabu erleben, ist, glaube ich, eine Fragestellung, die wir auch hier in Deutschland vor uns haben und mit der wir uns beschäftigen müssen, gerade wenn wir uns mit Entstigmatisierung dann auch beschäftigen. An der Stelle, Chris, würde ich dich nochmal zu Wort bitten, weil wir haben ja jetzt uns ein bisschen intensivierter mit drei Mitgliedstaaten quasi der Weltgesundheitsorganisation dann auch beschäftigt, den Niederlanden, Großbritannien und Deutschland. Gibt es außerhalb dieser drei Länder politische Prozesse, Entwicklungen in weiteren Mitgliedstaaten, wo besonders interessante Beispiele oder Best Practices jetzt schon hervorzuheben sind, die dir spontan einfallen? Yeah, well, as many of you know, the UK is often held up as one of the examples of path-breaking countries in this area, but so is Japan, who they've appointed a cabinet-level person to deal with loneliness, and there are other high-income countries that are starting to address loneliness, as we've heard. The Netherlands, the US is starting to take it more seriously, Australia, and South Korea as well. So there are a lot of high-income countries that are starting to take this more seriously in different ways. But I'm going to make a slightly different point here, if I may. It's we're a global organization, and we have to look at this from a global point. And while loneliness has climbed up the policy agenda in many high-income countries and is continuing to climb up the policy agenda, in much of the world, in most low- and middle-income countries, where 80% of the world's population lives, it hardly registers on the policy agenda at all. But yet the prevalence of loneliness and the serious consequences of loneliness for longevity, for mental health, for physical health, is, as far as we know, much the same in these countries. So for WHO, reframing loneliness as a truly global issue and not only a high-income issue is really a priority. And of course, we can learn lessons from what high-income countries are doing in other countries, but one of our priorities is really to make this issue rise in the policy agenda in the rest of the world. And that's one of the aims of this global commission on social connection that we are establishing, or we hope to establish very soon. Spannend. Spannend. Gerade der Gedanke quasi weiterzuführen, zu sagen, wir haben aktuell gerade in den Ländern, wo es ein höheres Einkommen gibt, haben wir einen starken Fokus oder haben wir überhaupt eine Thematisierung des Themas, während es in vielen Teilen der Welt nach wie vor eben es nicht auf die politische Agenda schafft, aber trotzdem basierend auf den Daten, die ihr dann in der Weltgesundheitsorganisation vorliegen habt, ein globales Thema ist. Und in dem Zuge würde ich vielleicht nochmal eine kleine Folgefrage stellen, und zwar, was sich in vielen Veranstaltungen durchzieht, ist die These, dass quasi in individualistischen Gesellschaften das Thema Einsamkeit vorwiegend zu behandeln ist oder vorwiegend dann auch
die Prävalenz vorhanden ist. Und in kollektivistischen Gesellschaften oder in, sage ich mal, stärker kollektivistisch orientierten Gesellschaften das Ganze so nicht als Problematik im selben Ausmaß vorhanden zu sein scheint. Die Aussage, die du eben getroffen hast, dass es ein wirklich globales Problem ist, scheint dem zu widersprechen. Kannst du das so bestätigen? Well, we know, I haven't gone over the research on rates of loneliness in individualistic and collectivistic societies recently, but I did go over it a while ago, and a lot of the results are somewhat counterintuitive. Sometimes people find higher rates of loneliness and social isolation, well, especially loneliness, less social isolation, in collectivist societies than individualist societies. There have been some studies comparing Northern Europe, especially Scandinavian countries, with Mediterranean countries, which are more collectivist, and they actually found higher rates of loneliness in the Mediterranean countries, which goes against our intuitions. But I think this raises a wider point of the variations across cultures and across countries of loneliness and different aspects of loneliness. I think there's no doubt that the risk and protective factors for loneliness vary, the cultural expectations regarding social connections vary by country and culture, the manifestations of loneliness vary along dimensions such as individualism and collectivism, but also along other dimensions of cultural variations, like the tightness and looseness of social norms governing social relationships. And there, this is an area of great interest in research, and I think we need a lot more research on this if we're going to start addressing loneliness as a global issue. There are also cross-cultural challenges when it comes to measuring loneliness in different parts of the world. And here too, there's a bit of research, especially with the UCLA Loneliness Scale, which has been used in many different countries, and we have some data on its cross-cultural validity. And another area that's a challenge is interventions, transferring interventions from one place, from one context, from one country to another. And I think it's really important when you're transferring interventions to test them again and to adapt them if necessary. And here too, a lot of research has been done on the transfer of interventions from one country to another. And sometimes I think we're too quick to assume that interventions, when they're transported from one place to another, are not going to work. There's actually quite a large body of evidence in different areas, such as parenting interventions, that shows you can transport interventions and they remain just as effective in other contexts, sometimes very different contexts than they were in the country in which they were developed. They do require, of course, translation and maybe some superficial adaptation, but oftentimes they don't require extensive adaptation. So yeah, this area of cross-cultural differences, cross-cultural variations is really a very important one for us as we try to address loneliness as a global issue. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, genau das, was du zum Ende hin gesagt hast, möchte ich nochmal ganz stark für die Teilnehmenden unterstreichen, weil es, glaube ich, genau das, was wir hier tun, diesen internationalen Austausch dann auch anzustoßen, das Gespräch zu suchen, sich über Lösungen auszutauschen, über die Problemstellung, über die Evidenzlage auszutauschen. Du hast gerade hervorgehoben, erstaunlich häufig funktioniert der Transfer von Interventionen. Funktioniert es, Lösungen von einem Land in ein anderes zu übertragen? Selbstverständlich müssen wir, wie ja auch durchaus vorab schon angesprochen, müssen wir uns weiter dann auch mit der Datenlage auseinandersetzen und reevaluieren und schauen, passt das Ganze? Aber durchaus aufgeschlossen sein für diesen Austausch und erstmal quasi dieser Erfahrungsschatz, der dann auch in anderen Ländern entsteht, zu nutzen und dann im gemeinsamen Austausch davon zu profitieren. Mit Blick auf die Zeit würde ich noch mal eine Frage in Richtung unserer niederländischen Kolleginnen richten, bevor wir dann mit einer abschließenden Frage mit Bundesministerin Paus enden werden.
Und zwar, was natürlich ganz interessant ist, es dreht sich am Ende ja doch immer viel auch um Finanzierbarkeit, ja, und um Gelder, die dann in die entsprechenden Projekte hineinfließen. Und was mich interessieren würde jetzt tatsächlich für beide Projekte, in dem einen Fall ist das Ganze ja jetzt aufgestockt worden um 10 Millionen, also insgesamt auf 15 Millionen, ob das Ganze jetzt auch weiter eine Projektlaufzeit hat, also sprich, wann das Ganze wieder reevaluiert wird und das Investment dann auch angeschaut wird. Und das andere Projekt, das läuft ja jetzt quasi Mitte nächsten Jahres oder Ende nächsten Jahres aus. Und ob es da schon Pläne für eine Verstetigung oder für eine Fortführung gibt. Sie dürfen sich aussuchen, wer als Erste antworten möchte. Well, in our project we really work, look at sustainability. So we are developing a lot of materials which could be used after the project, and therefore we also really work intensively with stakeholders, with professionals, with communities, also with the citizens themselves, to make sure that it lands and it stays available. And we all have the material on our website, but also spread it against the network. For example, we are developing a theater play which could be given by volunteers, and we are making a blueprint. So we're not doing just a theater play, but we develop a blueprint which could be used for free for volunteers to be used. So that's the way we try to make it sustainable what we do. Wunderbar, danke. Yeah, and now that I am working on this program for 3 or 4 years, I realize what the continuation that we're in, we're revaluing, I think, the connection between people. So that's something that's happening in society, and the funding now goes to interventions that are increasing that. But if I look at the national level, what we also should do is thinking about our own policies. And what I think the minister already mentioned, the way how we build, is it facilitating community or is it single houses aimed? I think, for example, also the same when people lose their license because they're not allowed to drive anymore. Do we think about what happens to their ability to connect after that? Retirement is another issue. Do we think about what happens after retirement, the way you are connecting or evaluating life after that? So I think that that's the continuation from here on. It doesn't cost money, but the awareness, I think now just a light bulb is on, but we need to continue from there to really integrate it in the way we make policies, the way we build our society physically, but also in all other things, the way we look at education, how we connect the youth together. So that's where we are continuing from here, I think. Ja, also es ist ein Projekt, was ich raushöre, was sich eigentlich nicht mehr wegzudenken lässt und ein einfach sehr essentieller Bestandteil dann auch von der Regierungsarbeit in den Niederlanden darstellt. Gut. Und damit ist uns tatsächlich, wie so häufig bei Veranstaltungen ist, wenn interessante Menschen aufeinandertreffen, die Zeit ein weiteres Mal erfolgreich davongelaufen. Und dementsprechend natürlich eine letzte Frage an Frau Bundesministerin Paus. Das BMFSFJ plant eine Strategie gegen Einsamkeit. Ich glaube, da haben viele Menschen auch hier im Publikum die Ohren gespitzt. Und können Sie uns bereits ein paar mehr Dinge dazu berichten? Planen Sie beispielsweise eine Zusammenarbeit mit anderen Ministerien, beispielsweise dem Bundesministerium für Gesundheit? Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele neugierige Menschen, sowohl hier vor Ort als auch virtuell, dazugeschaltet. Ja, aber da muss ich Sie trotzdem noch ein bisschen auf die Folter spannen. Wir machen ja gerade eben diese Konferenz heute und den ganzen Austausch, um eben zu schauen, was kann eine gute deutsche Strategie sein. Ich habe ja am Anfang dargestellt, wir machen schon einiges, aber insgesamt war ja heute viel davon die Rede, dass die Evidenzbasiertheit noch ein bisschen fehlt. Und auch beim Thema Wirksamkeit der Maßnahmen, da sind wir jetzt noch gar nicht richtig drauf eingestiegen. Was haben Sie jetzt tatsächlich schon erlebt, was wirksam ist, was auch logisch ist angesichts dessen sozusagen,
was bisher zur Verfügung steht und was man da machen kann. So, deswegen knüpfen wir da an. Und natürlich bin ich immer im guten Austausch mit meinem Kollegen Karl Lauterbach. Ich finde das auch immer sehr anregend und mit Sicherheit wird eine deutsche Strategie davon leben, dass sie nicht von einem Haus alleine gemacht wird, sondern wir brauchen dann eben eine entsprechende nationale Strategie. Aber heute ist in gewisser Weise für mich jedenfalls persönlich genau der Startpunkt für diese Angelegenheit. Ich finde das heute super anregend. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, mein Englisch ist einigermaßen, aber ich bin nicht mehr ganz so sattelfest, ob es eigentlich in Englisch auch diesen Unterschied gibt wie im Deutschen zwischen allein und einsam. So, ich glaube, den gibt es so nicht und ich finde, das ist für die deutsche Debatte, glaube ich, schon nochmal wichtig. Ich fand auch das Thema sagen nordische, die statistische Basis der Frage, wo fühlt man sich einsam, nordische Länder versus sozusagen südeuropäische Länder, dass es da sozusagen eher kollektivistischer ist und trotzdem es Einsamkeit gibt. Ich glaube, dass was in Deutschland jetzt doch eher das Thema ist, ist tatsächlich diese Kombination aus Alleinsein und Einsamsein. Ich persönlich kenne es auch umgekehrt. Ich lebe jetzt seit über 20 Jahren in Berlin. Ich komme aber vorher vom Dorf. So, und ich war jetzt nicht depressiv oder so, aber im Dorf war es schon so, dass ich auch froh war, dass ich in die Großstadt gegangen bin. Und es ist tatsächlich ein Unterschied. Die Art und Weise, man kann eben auch auf dem Dorf einsam sein, man kann in der Stadt einsam sein, es ist sehr unterschiedlich. Es kann in unterschiedlichen Lebenslagen ganz unterschiedlich treffen. Für beides brauchen wir Hilfestellen und Antworten. Aber ich glaube tatsächlich, unser Thema ist hier stärker diese Kombination aus Alleinsam und Einsam. Wäre jetzt so meine aktuelle Diagnose für Deutschland. Und wenn das richtig ist, was ich sage, dann bauen wir darauf eine Strategie auf. Und wenn jetzt die entsprechende Evidenzbasierung in Deutschland dazu führt, dass ich Unrecht habe, dann habe ich auch kein Problem damit, das dann zu verändern und eine vernünftige Strategie zu machen auf das, was wir in Deutschland brauchen. Ich finde das ganz, ganz großartig. Was Sie ja ganz stark in den Vordergrund stellen, dass Sie sagen, es gibt viel Wissen, es gibt vieles, was wir nicht wissen. Und wir beschäftigen uns damit. Ja, wir suchen uns die Evidenz, wir suchen uns die Experten, die Expertinnen, die dazu beitragen können, genau so eine Strategie dann auch auszugestalten. Sie hatten es ja auch gesagt, jetzt, heute, hier fällt ein Startschuss. Und ob das Ganze jetzt mit so einer internationalen Perspektive angereichert wird, ob das mit einer nationalen, mit einer föderalen, einer kommunalen Perspektive angereichert wird, ich glaube, Sie haben es ganz wunderschön auf den Punkt gebracht, es gibt so viel, was sich dort zusammentragen lässt und diesen Willen dann auch zu sehen und diese Unterstützung aus dem internationalen Umfeld dann auch zu erleben. Ich glaube, da haben wir ganz, ganz schöne Schritte hier in Deutschland dann auch vor uns. Und dementsprechend sind wir dann auch schon wieder am Ende, also wirklich am Ende angelangt. 55 Minuten voller Fragen und Antworten. Ich glaube, ich zumindest, aber vielleicht auch möglicherweise die ein oder anderen hätten hier auch durchaus noch die ein oder andere Stunde dranhängen können. Es ist, wie es ist. Mir verbleibt es, mich herzlich bei den physisch Anwesenden, aber auch bei den virtuell dazugeschalteten Podiumsteilnehmenden ganz, ganz herzlich zu bedanken. Ich habe hier 5 tatkräftige Macher und Macherinnen wahrgenommen, die Lust darauf haben, ein Thema anzupacken. Und vielen Dank, dass Sie sich von mir haben mit Fragen löchern lassen. Und auch in dem Sinne, wertes Publikum, möchte ich natürlich auch Ihnen herzlich danken, unabhängig davon, ob Sie sich jetzt virtuell dazugeschaltet haben oder hier tatsächlich zu den physisch Anwesenden gehören. Ich kann mir vorstellen, dass auch Sie noch ganz, ganz viele Fragen haben, die Ihnen auf der Zunge brennen. Und ich glaube, das ist genau das Potenzial dann auch vom Kompetenznetz Einsamkeit, diese Orte zu schaffen, wo Fragen gestellt werden können, wo Menschen sich begegnen können. Und insofern bin ich mir sicher, es wird nicht bei der letzten Begegnung bleiben, es wird nicht bei der letzten Frage bleiben, die Ihnen auf der Zunge brennt. Und damit zurück an Benjamin Landes, welcher die Moderation an dieser Stelle wieder übernimmt. Ja,
Ja, ich dachte eigentlich das Gleiche. Schade, dass schon vorbei ist. Also ich fand es wirklich ganz spannend, diese vielen Beispiele zu hören. Ich glaube, diese internationale Perspektive, die wird sehr fruchtbar sein, auch für unseren Kontext hier. Und es ist ja fast ein bisschen elektrisierend zu hören, dass Herr Micton gesagt hat, es lässt sich eigentlich gut übertragen. Es ist überraschend, wie gut sich Maßnahmen gegen Einsamkeit von einem Land in das andere übertragen lässt. Und umso mehr können wir ja auch lernen und Dinge adaptieren. Ja, mir bleibt es jetzt noch einmal nochmal Ihnen allen zu danken für Ihre Teilnahme hier am Podium. Ich will an dieser Stelle auch einmal den Dolmetscherinnen und Dolmetschern und den Gebärdendolmetschern danken. Wir haben hier ein dreisprachiges Podium abgewickelt, so flüssig. Das finde ich wirklich ganz beeindruckend. Ich habe ein paar organisatorische Hinweise jetzt für die Pause und für die Zeit danach. Alle Teilnehmenden vor Ort erwarten nach der Pause spannende Foren zur Einsamkeitsthematik, die nochmal ganz unterschiedliche Fragen und Wechselwirkungen ausleuchten. Ich werde sie ganz kurz nennen gleich. Leider werden die Menschen im Livestream das nicht miterleben können und die werden sich jetzt fürchterlich ärgern. Ich darf aber darauf verweisen nochmal, dass die Foreninhalte eben auch sich in den Expertisen wiederfinden, die auf unserer Homepage kompetenznetz-einsamkeit.de in den folgenden Wochen Stück für Stück kostenfrei veröffentlicht werden. Dies im Hinterkopf, können Sie sich auf folgende Themen freuen und ich sage immer kurz den Raum dazu, die Räume sind hier im Gang und da hinten, Sie finden das auch, Sie müssen nicht mitschreiben, das ist angepinnt. Wir haben einmal um 13 Uhr raumbezogene Faktoren von Einsamkeit im Raum Caroline und Wilhelm von Humboldt. Wir haben Armut und Einsamkeit im Raum Charlotte von Lengefeld. Wir haben Einsamkeit und demokratische Teilhabe im Raum Alexander von Humboldt und Einsamkeit und Alter hier in der Kassenhalle. Wir werden dann einen Nachmittagssnack haben und dann nochmal einen Durchgang mit Foren um 14.45 Uhr mit Wechselwirkungen von Migrations- und Fluchterfahrungen und Einsamkeit im Raum Charlotte von Lengefeld. Rolle von Geschlecht, Gender und sexueller Orientierung im Raum Caroline und Wilhelm von Humboldt. Wir haben Einsamkeit bei Kindern und Jugendlichen im Raum Alexander von Humboldt und abschließend hier in der Kassenhalle Soziales und Gesundheit, eben hier in der Kassenhalle, genau. Alle Räume sind mit den Themen ausgeschildert, Sie werden das sicher finden. Das Mittagessen findet hier vorne, da hinten statt, hier vorne, da hinten, also hinter bei mir, vorne bei Ihnen, da hinten. Um 13 Uhr bitte ich Sie, in den Räumen zu sein für die erste Runde. Die zweite startet, wie gesagt, um 14.45 Uhr. Dann will ich Ihnen nochmal den Mund wässrig machen für unser Abschlusspodium. Unsere Konferenz startete ja bereits gestern mit der Zukunftswerkstatt, in der 60 engagierte Empfehlungen, Wünsche und Forderungen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Einsamkeit bereits entwickelt haben. Dazu haben wir alle Ideen von heute Morgen und wir haben die Substanz von Wissenschaft und Praxis in den Foren. Und wir wollen das alles nochmal zusammenbinden, gerade auch im Hinblick einer Strategie gegen Einsamkeit, ein bisschen zusammentragen und überlegen, was müssen wir denn jetzt festhalten aus all diesen Quellen. Das wird um 16.15 Uhr hier wieder im Plenum stattfinden. Und jetzt guten Appetit hier im Humboldt-Carré und alles Gute und auf Wiedersehen an alle Zuschauende im Livestream. Wir sehen uns.